stopp, jetzt muss ich ausnahmsweise das Intro mal unterbrechen für alle Menschen, die ganz neu diesen Podcast entdeckt haben. Und das ist vielleicht jetzt eure allererste Live-Sendung, die ihr hört. Und da kann ich ganz klar sagen, hört sie nicht, weil sie ist einfach anders. Die Live-Folgen sind normalerweise ein bisschen strukturierter. Ich bin auch ein bisschen aufmerksamer. Es werden Anrufer reingestellt. Und diese Folge ist aber die letzte Live-Folge vor der Sommerpause 2022. Und deshalb habe ich mir den Waffelgott geholt und ein Waffeleisen und Teig. Und dann haben wir auf der Terrasse aufgebaut. Es gibt Umgebungsgeräusche und es ist alles total unhöflich, weil ich mampfe irgendwelche Waffeln, während ich mit Leuten spreche. Das ist so nicht normal bei der Kunst der Unvernunft, aber gelegentlich muss man sich auch einfach mal was gönnen. Und genau das haben wir bei dieser Folge gemacht. Und ja, jetzt lasse ich das Intro einfach mal weiterlaufen und viel Spaß. Hallo und guten Abend zur Unvernunft live am Donnerstagabend und das hier ist Live-Sendung Nummer 98 und um Himmels Willen, heute ist alles ein kleines bisschen anders, ihr Lieben. Ich und der Tonmensch, der noch keinen Namen trägt, der hat sich noch keinen ausgesucht, haben hier gerade ein bisschen an der Technik rumgetüftelt und ja, heute ist ein bisschen anders, heute gibt es kein richtiges Thema. Ich habe auch eine relativ kurze Liste, die ich hier heute abzuarbeiten habe, denn heute möchte ich mir Zeit für euch nehmen. Und damit ihr mit mir hier auf der Terrasse sitzen könnt, haben wir keine Kosten und Mühen gescheut und ich zeige euch jetzt mal ein Bild im Chat. Und wenn ihr die Sendung jetzt nachhört, herzlich willkommen übrigens, dann könnt ihr in den Shownotes gucken, da gibt es ein Bild von meiner Terrasse mit dem Tisch, mit dem Waffeleisen. Und dem ganzen Krach und Umgebungslärm und alles wird gut. Und die erste Waffel ist fertig. Wir haben sogar dem Waffeleisen ein eigenes Mikrofon heute gegeben. Ich bin sehr gespannt, ob das hier alles funktioniert. Ja. Oh. War ein bisschen laut. Okay, du weißt, dass du zu hören bist, ja? Ich weiß, dass ich zu hören bin. Sehr schön. Gut, dann sind wir uns ja einig. Schönen guten Abend. Guten Abend. So, jetzt klingelt es ja schon. So schnell bin ich nicht, ihr Lieben. Wir brauchen noch einen kleinen Moment, bevor sie richtig losgehen kann. Ah, ja, wir haben Sonne, wir haben Bier, wir haben Waffeln, haben wir auch Marmelade? Ja, wir haben auch Marmelade. Hervorragend. Oh, ich fühle mich hier gerade richtig gut beserviced heute. Das Podcast-Subi ist auch da, sie rennt so ein bisschen im Garten rum und hört, glaube ich, auch die Folge. Und aber sie hätte, wenn sie wollte, ihr liegt ein Headset mit Mikrofon für sie, also man könnte es nutzen. So, und dem Tonmenschen gebe ich jetzt einfach mal, jetzt doch mal einfach das Mikrofon frei. Jetzt kann man dich hören. Gibst mir das Mikrofon frei, ja. Hallo an alle, ich weiß gar nicht so genau, was ich sagen soll. Ich bin hier gerade schwer am Waffeln machen und das ist gar nicht so einfach, weil der Teig ist echt zäh, aber er ist gut. Okay, ich erkläre mal kurz, wer du bist. Du bist der Mensch, der mir immer Regieanweisungen gibt. Du bist zu laut, du bist zu leise. Es ist dies, es ist jenes. Und also, heute bist du einfach hier auf der Terrasse. Genau, also normalerweise sitze ich bei mir zu Hause, höre ganz normal, wie ihr auch, hier ganz normal den Stream und habe aber dabei noch ein kleines Helferlein, was mir dann immer anzeigt, ob irgendwas nicht stimmt oder irgendwas zu leise, zu laut ist. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja, also ganz klar ist, ohne dich würde das hier schon mal gar nicht funktionieren. Ne? Das ist gelungen. So, ich glaube, ich gucke jetzt mal auf meinen Spickzettel. Damit ich irgendwie heute nicht auch die Hälfte vergesse. Ihr merkt es, ist nämlich die letzte Live-Sendung vor der Sommerpause. Und Sommerpause heißt an der Stelle, am 1. September geht es erst weiter. Und deshalb lassen wir es heute richtig krachen. Und es gibt eben Waffeln. So, und die erste ist auch, das riecht auch verdammt gut. Nachdem erst das Waffeleisen vorgeheizt wurde, neben Marmelade. Ja, die mache ich gleich selber drauf. Ich glaube, ich schreibe einfach spezial an die Sendung dran. Das ist dann immer, wenn ich qualitativ unter meiner Würde bin. Um Gottes Willen. Nein. Okay, also wo fange ich an? Also erstmal, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Heute kein Thema. Heute sprechen wir einfach über Updates, über das, was ja ihr besprechen möchtet. Wenn ihr Feedback zur Sendung habt, zur letzten Folgen, wenn ihr was loswerden wollt, wenn ihr sagt, es ist irgendwas passiert, dann ist heute der richtige Moment. Ich hake mal ab. Waffeln habe ich erwähnt. Es gibt noch eine Dies- und Das-Liste, aber es gibt auch noch eine Telefonnummer. Und der könnt ihr jetzt anrufen. Ich sag sie mal und dann poste ich sie auch in den Chat rein. Oh, mir geht die Luft gerade ein bisschen aus. 05101 911 8952. Und ich kann schon mal sagen, das kurze Gewitter heute, ganz ehrlich, das hat nur 10 Minuten gedauert. Das hat meine Pläne heute nicht vereiteln können. Ich glaube, ich hätte gerne ein bisschen selbstgemachte Erdbeermarmelade drauf. Ich glaube, da ist sogar ein kleiner Schuss Amaretto drin. Und da klingelt es auch schon. Ich gehe mal ran. Hallo, Sebastian hier. Mit wem sprechen wir? Hallo, auf der Suche nach mir selbst. Ach, hallo du mal wieder. Hi. Hallo. So, du hast den Ton noch an im Hintergrund. Ja, den bitte einmal ausstellen, sonst wird das nichts. Moment. So, jetzt. Alles fein.
Ja, hi. Okay, du hast vor 3 Sendungen, glaube ich, mal angerufen und ganz kurz umrissen, du fängst gerade erst an mit dem ganzen BDGSM. Richtig. Ja. Und du bist schuld. Ich bin schuld. Okay, ja. Ist das gut oder schlecht? Das ist sehr, 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 sehr gut. Okay, dann bekenne ich mich schuldig, dann ist alles in Ordnung, dann bin ich schuld. Woran? Seit einem Monat und 2 Tagen kann ich es endlich wieder wagen. Seitdem träume ich im Dauerlauf und hoffe, ich wach nie mehr auf. Ich habe eine Frau gefunden und meine Zweifel überwunden. Sie ist devot, ich dominant, doch nicht nur ich hab sie in der Hand. Die Frau ist ein Traum, so wunderschön. Ich wünschte, jeder könnte sie sehen. Das, was ich mit ihr teile, bedeutet mir viel. BDSM ist irgendwie mehr als ein Spiel. Eine Sub zu haben, ist ein tolles Gefühl, das ich am liebsten mit der ganzen Welt teilen will. BDSM hat für mich ganz klar den Sinn, endlich die Person zu werden, die ich wirklich bin. Sie hört meistens auf das, was ich sage, und stellt meine Ansagen nicht in Frage. Wir haben klare Regeln ausgemacht, schon voreinander geweint und zusammen gelacht. Glaubt es oder nicht, aber in diesen 4 Wochen sind bei mir schon viele innere Knoten gebrochen. BDSM macht für mich wirklich Sinn, weil Schnuppi mir zeigt, dass ich wertvoll bin. Oh. Jetzt ja. Hat irgendjemand die Sprache verstanden. Ja. Also, grandios. Ui. Das hast du nicht vorher angekündigt. Total toll. Also jetzt komme ich mir gerade schäbig vor, weil ich glaube, ich habe noch nie ein Gedicht für das Podcast so wie geschrieben, oder? Habe ich das? Habe ich dir schon mal ein Gedicht geschrieben? Hoffentlich nicht, sagt sie. Also so schlecht bin ich auch nicht. Du, das hast du ganz toll gemacht. Also wirklich, ich bin absolut begeistert. Ich wollte einfach die schriftliche Version hätte ich gerne. Ich wollte das in Worte fassen und habe mir gedacht, das muss ich jetzt einmal runterschreiben, sonst kriege ich die Krise. Oh, total toll. Und also, ja, also ganz ehrlich, ich dachte jetzt redest du und dann beiß ich mal hier von der Waffel ab. Na, man hört das Eisen da gerade, wie es hört sich an wie eine Fritteuse übrigens. und es hat mir tatsächlich die Sprache verschlagen und ich konnte jetzt einfach nur zuhören. Wunder, wunderschön. Und ja, die, wie hast du sie genannt? Schnuppi. Schnuppi. Sternschnuppe. Okay, ich kenne einen Film, wie hieß der denn? Harte Jungs. Da hieß er Schnubbi, genau. Keine Ahnung. Nein, aber ganz ehrlich, ich will das gar nicht ins Alberne ziehen. Nein. Du hast jetzt also das erste Mal angefangen und hast sie gefunden. Ich glaube, du hast beim letzten Mal gesagt, dass du jetzt erstmal auf dem Stammtisch warst und dass Richtig. Das alles total spannend war und ist. Ja. Und das hat ja dann super schnell funktioniert. Wow. Ich war das zweite Mal auf dem Stammtisch und habe sie kennengelernt. Okay. Ja. Ja, und dann hat es offenbar sofort und direkt funktioniert. Jupp. Ich bin absolut begeistert. So du kann bist das laufen. Schuld. Ich bin schuld. Ich gebe mir, sagen wir mal so, hast du irgendwas anders gemacht, weil du den Podcast kennst? Weiß ich nicht, aber ich glaube, ohne den Podcast hätte ich mich nicht getraut. Okay. Also, der Podcast ist schuld, dass ich überhaupt gesagt habe, okay, so krank, wie ich immer dachte, ist das alles gar nicht. So verrückt, wie ich immer dachte, bin ich gar nicht. Wenn ich mir solche Gedanken im Kopf zusammenreime und ja, geh hin und probier's aus. Und der Umzug war halt dann so die Chance, so von wegen, hier kennt mich keiner, das probiere ich jetzt einfach mal aus. Und dann war ich das zweite Mal auf diesem Stammtisch und wollte eigentlich mit jemand ganz anderem ins Gespräch kommen, nämlich mit ihrer Begleitperson. Und dann meinte die Begleitperson, nö, ich begleite die Dame da mir gegenüber. Und dann habe ich so gemeint, okay, auch gut. Dann bin ich mit ihr ins Gespräch gekommen und habe so gemeint, du, was spielst du, oben oder unten? Dann sie so, ja, ich würde gerne unten spielen, aber ich habe niemanden. Dann ich so, das ist jetzt nicht dein Ernst. Hier sitzt jemand, der gerne oben spielen würde und auch niemanden hat.
Ja gut, aber so einfach ist es ja meistens nicht, ne? Sonst wäre das ja überhaupt kein Problem. Dann könnte man sagen, okay, wir einmal alle Tops auf die linke Seite, alle Subs auf die rechte Seite. So, jetzt bitte jeder 5 Schritte vor, bitte schön Partnerschaft. Ne? Also an der Stelle, da muss einfach auch viel Glück dazukommen, ne? Ganz ehrlich, so viel Glück, wie ich in den letzten 4 Wochen und was habe ich gesagt, 2 Tage? Richtig. In den letzten 4 Wochen und 2 Tagen empfunden habe ich seit Jahren nicht mehr empfunden. Das ist natürlich die Frage. Also das geht ja jetzt erstmal ganz steil bergauf, ne? Wie ist das? Hatte sie schon vorher Erfahrung? In gewisser Art und Weise ja. Du kannst jetzt nicht einfach mit einem Satz antworten und dann bist du fertig, weil ich wollte, musst du gerade eine Waffel probieren. Es tut mir leid. Oje, wahrscheinlich verliere ich heute sämtliche Menschen aus dem Publikum. Nö, ich kann sie dir nicht wegessen, weil die garantiert mit Weizenmehl gebacken sind. Das kann ich dir garantiert gar nicht sagen, weil das Podcast-Subi hat beschlossen, sie macht mal den Waffelteig und ich habe nur fertigen Teig bekommen. Der ist hervorragend. Also, ich finde den Teig super. Okay. Ich sage trotzdem, dass da definitiv glutenhaltiges Mehl drin ist. Okay, aber die Marmelade, die könntest du probieren. Das ist eigentlich gerade witzig, ne? Ich habe hier den Tonmeister sitzen, ja? Damit der Ton perfekt wird. Und habe ihn dazu verdonnert, am Waffeleisen Krach zu machen, der die Leute ständig irritiert. das muss doch gehen. Das muss ja gegen seine Überzeugung gehen. Aber Entschuldigung, ich schweife ab. Ohne die Kunst der Unvernunft und ohne Nika und ohne Stoffel und ohne Lena und all die anderen in den Folgen wäre ich nie so weit gekommen. Ich denke, du wirst auch noch viel, viel weiterkommen. Und damit ihr stimmlich eine ungefähre Ahnung habt, von welcher Stimme wir sprechen, die sie hat, Namini, hört euch die Stimme an und ihr seid ungefähr auf der Ebene unterwegs. Okay. Ungefähr auf der Stimme. Okay. Mhm. Ja, das ist immer ein bisschen gemein, weil im Podcast klingen die Menschen ja meistens ein bisschen anders als ja, in real. Ne? Ich so mache ja immer was dran. Wie ich Namini jetzt gehört habe, klingt sie sehr ähnlich. Okay. Ja, früher oder später wird der Beweis anzutreten sein, ne? Ich sage dir seit Wochen, dass ich bei dir in den Podcast will. Von dir kommt immer, sammel erstmal noch Erfahrungen. Ja, natürlich kommt das von mir, mein Gott. Also ganz ehrlich, wenn es nach mir gegangen wäre, dann hätten wir im August eine Aufnahme gestartet. Ja, aber das schaffe ich ja nicht. Der Haken ist so ein bisschen der, guck mal, da kommen jetzt im Moment etwa 10 Stunden Kunst der Unvernunft zusammen. Wer soll das denn noch hören? Du, ganz ehrlich, ich höre euch mittlerweile, so doof das jetzt vielleicht klingen mag, ich höre euch mittlerweile zum Einschlafen. Ja, und offenbar, die Frage ist ja, hat das Ganze, bringt es was? Schläfst du dann auch besser ein? Ja. Okay, mal sehen, ob dir das bei dieser Folge ja auch gelingt. Schauen wir mal. Oje. Oh, jetzt sehe ich da Puderzucker. Ach du Heilige, das wird heute ein schlimmer Abend. Also ich glaube auch heute Abend mit dem Setting hier, und da passt das eigentlich ganz gut dazu. Das ganze BDSM, das ist einfach locker und das ist normal und das kann man machen. Ich meine, wir stehen jetzt hier gerade zu dritt auf der Terrasse. Hier wird gerade gebacken, hier wird gerade ein Podcast aufgenommen und alle sind so irgendwie pervers und stehen auf komisches Zeug. Und ganz ehrlich, ich glaube, inzwischen ist für mich BDSM die zweitnormalste Sache auf der Welt. Und weil, warum soll man es denn lassen? Und ich glaube, das will ich hier auch immer wieder gerne vermitteln. Das ist ganz normal. Macht's einfach. Habt Spaß. Und wenn ihr mal ausrutscht und hinfallt, dann steht auf und geht wieder los. Und es ist schön. Ja. So einfach. Nein, und ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, ohne dass es irgendwie schmierig oder schleimig klingt. Aber diese Frau hat mir so viel schon an psychischen Knoten gelöst in diesen 4 Wochen, wo ich mir so denke, Alter, ich habe 6 Jahre an diesen Knoten gearbeitet. Beziehungsweise, nein, 4 Jahre waren es. Ich habe jetzt 4 Jahre an diesen Knoten gearbeitet und es hat sich nichts getan. Nichts. Ja. Diese Frau tritt in mein Leben, drückt 4 Knöpfe und die Sache funktioniert.
Das ist aber, glaube ich, auch das Setting. Wo darf man mal so frei sein und einfach mal freischnauze irgendwas machen, sein, die Rollen wechseln, was auch immer, wenn das nicht in BDSM geht, ne? Ja. Ich habe jetzt übrigens noch eine Waffe. Wenn du weiter in dem Tempo weitermachst, ne, dann muss ich heute Abend 30 Waffeln essen. Das klappt so nicht. Bisschen langsamer, danke. Und auf dem Puderzucker bitte nochmal Marmelade drauf. merkst gerade, ich hänge hier gerade so ein bisschen in zwei Welten. Ne? Das ist so ein bisschen locker, chillig. Ja, du hängst in einer Waffelwelt. Ja, das war ja auch der Plan. Und ich bin ein bisschen neidisch, dass du die Dinger essen kannst. Es gibt da Möglichkeiten, jetzt zeigst du mir. Ja, ich weiß. Und trotzdem kommt es nicht an glutenhaltige Waffeln dran, das, was man mit nicht glutenhaltigen Sachen hinkriegt. Ja, aber ganz ehrlich, es gibt ja auch noch ganz andere Sachen. Und ja, ganz ehrlich, wenn wir hier Gäste haben, die sagen, auch Gluten ist jetzt nicht so das Wahre, dann finden wir ja auch immer Lösungen. Und ich finde, das Podcast zu mir hat dann immer sehr schön gezaubert und ich habe dann immer sehr, sehr gut gegessen. Egal, auf was verzichtet werden muss, es gibt immer Möglichkeiten. Aber ganz ehrlich, wir wollen jetzt nicht am Gluten hier aufhängen. Nein. Und bevor meine Glutenunverträglichkeit kommt, werde ich einfach so viele Waffeln essen, wie es bis dahin noch geht. Ich glaube einfach, du bist jetzt einfach diesen einen Schritt gegangen. Ja. Der ist gut. Du hast Spaß. Und ihr sitzt ja sozusagen, man sitzt ja immer als Top und Sub sitzt man ja im selben Boot. Ja, dieses, ne, also man muss jetzt irgendwie miteinander klarkommen und zueinander böse und lieb gleichzeitig sein. Ja. Und wenn das geht und wenn ihr einfach Spaß habt, dann sage ich jetzt nochmal, sammel Erfahrung, mach erstmal ein paar Monate was. Und dann reden wir hier über eine Aufnahme, weil schlicht und einfach, ich habe hier arge Aufnahmeprobleme im Moment. Da erzähle ich heute Abend auch noch ein bisschen was zu. Aber ich schaff's im Moment einfach wirklich nicht mehr als 2 Aufnahmen pro Monat dann auch zu machen, weil das ja doch immer so einen kompletten Tag verschlingt plus Aufnahme, also Aufnahme plus Schneiden etc. Das sind so einfach, ich sag mal, im Schnitt immer 20 Stunden, bis so eine Folge Kunst der Unvernunft fertig ist. Ne? 20 Stunden? Naja. Holla die Waldfee. Genau, und da geht einfach nicht mehr, es sei denn, ich kann irgendwann davon leben, aber selbst dann müssten es ja noch Menschen hören und ich glaube, da bin ich jetzt auch an einem Limit dran, wo ich sagen muss, okay, es bringt ja nichts, wenn die Leute dann sagen, der macht einfach zu viel. Sag mal, das Waffeleisen ist viel zu laut. Kannst du das mal leiser stellen? Das klingt immer noch wie eine Fritteuse. beim Schimpfen. Nein, aber also da muss ich einfach auch ein bisschen einteilen, das ist auch die kleine Sommerpause, die ist jetzt einfach mal gebraucht, um wieder einfach ein bisschen klar zu kommen. Ich mache natürlich trotzdem weiter und ich sortiere das alles ein bisschen und ne, da kommt erstmal das Vorgespräch. Ich glaube, das erwähne ich immer viel zu selten. Es gibt halt erstmal wirklich so ein Gespräch, wo man in Ruhe telefoniert, zoomt irgendwas, wo ich mir auch ein paar Gedanken mache, wie das thematisch auch gut passt und dass die Folgen auch so ein bisschen Abwechslung haben. Und dann guckt man, dass man einen Termin findet und dann sind da ja auch ein paar Kilometer meistens dazwischen. Das muss alles geregelt werden. Und manchmal vergehen zwischen Erstkontakt und Aufnahme, ich glaube, das längste waren jetzt 2 Jahre. Klar, da ist eine Pandemie dazwischen gekommen, aber so lange dauert es dann manchmal. Und jetzt im Moment sind auch tatsächlich erstmal die Menschen dran, die ich jetzt 2 Jahre lang vertröstet habe. Das ist ja auch wichtig. Stimmt, mit der Pandemie, klar. Es soll schon die ersten gegeben haben, die haben dann gesagt, nee, aufnehmen lohnt sich nicht mehr, ich mache kein BDSM mehr. Darüber würde ich zwar auch gerne sprechen, aber kann ich natürlich dann verstehen. Ja, ich habe da ein bisschen Geduld und auch alle Menschen, die mich da anschreiben und sagen, warum antwortet er nicht gleich? Es ist ganz schön viel und dann muss ich halt immer so ein bisschen sortieren, mit wem ich schon im regen Gespräch bin, dann ziehe ich das lieber vor, weil ne, jeder, aber ich lese alles und ich finde auch jede Mail toll. Nö, da muss ich mich einfach drum kümmern. Ich brauche, glaube ich, langsam Personal. Aber mit dem Waffelpersonal, das klappt ja schon mal ganz gut. Du hast schon Personal. Ja, aber ich glaube, das kann ich mir auf Dauer nicht leisten. Heute Abend ist eine besondere Ausnahme. Okay, ich gucke mal, ob heute hier noch andere Menschen mit mir sprechen wollen. Wenn nicht, muss ich halt über Waffeln lästern. Ich bin sehr gespannt. Erstmal, also für die Lyrik, ganz ehrlich, ganz vielen lieben Dank, wenn du das aufgeschrieben hast, wenn du mir das schicken wollen würdest, dann würde ich das auch in die Shownotes einfach mit reinpacken, dann können die Menschen das nochmal nachlesen. Hervorragend. Alles klar. Dann, hab eine schöne Zeit und danke. Euch beiden ganz viel Spaß und an deine Liebste dann auch, dass sie ganz viel Spaß haben möge mit dir. Danke. Sehr gerne. Mach's gut. Ich tschüss. Schick ihr den Link zur Folge zum Nachhören. Ja, selbstverständlich. Da bitte ich drum. Ja, weil sie nämlich gerade arbeiten ist, die Arme. Ja, aber auch das hört auf und am Samstag früh ist sie verfügbar.
sofern die Technik hier nicht heute noch explodiert. Gut, bis dann. Mach's gut, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, ihr habt den Modus gemerkt. Heute bin ich hier ein bisschen lockerer. Und genau locker ist heute wirklich der Modus. Mr. Waffelbackmensch, ich würde gerne einmal abbeißen. Huch, die Waffel ist zerbrochen. Könntest du mal hier kurz für wie 15 Sekunden überbrücken? Ich könnte euch das Bild beschreiben, wie das aussieht, also wie er genüsslich in die Waffel reinbeißt. Ich hab auch schon gelesen, nein, wir frittieren nicht die Waffeln. Das habe ich im Chat gerade gelesen. Das Gerät klingt nur so. Ihr habt gekleckert und es klingelt, verdammt. Also nicht verdammt schön, aber hallo, hier sind wir. Mit wem sprechen wir? Hallo, wer ist denn dran? Hier ist Friedrich. Hallo Friedrich, schön, dass du anrufst. Darf ich noch mein kleines Stückchen hier fertig kauen? Klar. Wunderbar. So sei es dir gewährt. Das war keine gute Idee mit den Waffeln. Das mache ich nie wieder, weil es ist echt lecker. Bisschen gemein, wenn man so hört. Vor allem, wenn man Hunger hat. Ja, was? Ich habe extra vorher dran geschrieben, mit Waffeln. Ich hatte gehofft, dass sich irgendwie andere Menschen auch dazu herablassen, sich dann vor ihr Waffeleisen zu setzen und die Folge zu hören. Naja, da haben die Masuristen auch ein bisschen ihren Spaß. Ja, das ist wohl wahr. Also, mal gucken, ich muss den Chat heute auch ein bisschen besser im Blick behalten. Da kamen eben ein paar Sachen, ich soll nicht so laut schmatzen, schreibt Lysander. Ich werde es versuchen. Ich habe allerdings heute verpennt, meine Software so einzurichten, dass ich mich selber muten kann. Ich arbeite dran. Und jetzt habe ich noch einen Haar im Mund. Friedrich, ich will aber gar nicht so viel über Waffeln reden. Ich möchte über das reden, über das du sprechen möchtest. Also ich würde gern ein bisschen über die BauernCon reden. Über die BauernCon? Ja, das ist gut, denn ich war nicht da. Und BauernCon hat mir zwar meine nächste Aufnahme eingebracht, die am Montag ist, aber ich war nicht da. Das war ein Problem. Okay, vielleicht können wir ganz kurz erklären, die BauernCon für die Menschen, die noch nicht da waren. Wobei, eigentlich kennen das alle. Aber es ist eine BDSM-Messe mit angeschlossener Party am Samstagabend, ne? Ja, genau. Also die ist in München und da war ich jetzt auch. Das erste Mal seit 3 Jahren. Ganz alleine. Okay. Wie war's? Was habt ihr gemacht? Oder was hast du gemacht, so rum? Großartig. Also, ich glaube, ich habe einfach zu viel dein Podcast, weil ich sage tatsächlich in letzter Zeit sehr häufig einfach großartig. Sag ich das so oft? Ja. Verdammt. Das ist dein ausgezeichnet von Mr. Burns. Okay, das nehme ich mir jetzt zu Herzen. Ich werde es mir nicht abgewöhnen. Hat das Mr. Burns dich jetzt... Nein, also die Raute, die mache ich jetzt nicht wie Mr. Burns. Okay, aber komm, BauernCon. Also ich weiß, ich hab den Hallenplan gesehen, damit ich auch weiß, an welchen Stand man meine Kaffeebecher kaufen kann. Das war mir wichtig, dass ich das weiß. Und es den habe ich tatsächlich gar nicht gesehen, den von Baumwollseil. Doch, Michael hat den Stand so ziemlich genau in der Mitte. Und ich glaube, es war relativ voll, weil ich habe ja teilweise den Livestream verfolgt. Da hat man zwischendurch mal die Gänge gesehen. Und da war wirklich eine Menge los. Also war es denn sehr voll? Es ging. Also es waren Leute, aber ich finde, also im Vergleich zu meiner letzten Convention, auf der ich war, nämlich die Comic-Con 2019 in Stuttgart, war die eigentlich relativ ruhig, muss ich sagen. Okay. Was wolltest du denn dort machen und was hast du dann tatsächlich gemacht? Hast du dich gerade verbrannt? Nö. Okay. Also ich habe mich dort auf jeden Fall umschauen wollen und andere, die Menschen sehen wollen und Outfits und vielleicht mal so ein bisschen was kaufen und das ist mir tatsächlich auch gelungen und noch mehr. Falls dich übrigens wunderst, was da gerade so ein bisschen raschelt, ich tue hier nebenbei ein bisschen tüddeln. Okay, ja, wir machen nebenbei Waffeln. Also ganz ehrlich, heute sind alle Konventionen mit, wir wollen guten Klang, keine Nebengeräusche. Ganz ehrlich, das ist heute alles völlig egal.
Ja. Ja, da sind wir heute entspannt. Mach auch jetzt mal das Waffeleisen wieder an, damit die Community was davon hat. Ja, also, Bauen kann. Es war wunderschön, ästhetisch, ein bisschen laut, also aber nicht so wirklich störend laut, sondern einfach so, ja, sind halt Leute da. Und die machen und die reden halt so und ein bisschen Musik. Aber ja, und ich habe da Dinge gesehen, die ich halt so unfassbar cool fand. Zum Beispiel gab es da so jemanden, ein Drachenpet-Player. Das war sehr ästhetisch. Ja, ich glaube, von dem habe ich auch ein Bild gesehen, aber ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Der hat schon mal jemand erwähnt, dass der da rumgelaufen ist. Das muss wirklich ein großartiges Bild gewesen sein. Ich glaube, das war sogar ich letztes Mal. Kann es sein? Das weiß ich nicht. Ich glaube, das also war wirklich, ich. Also dann hat er dich aber wirklich beeindruckt. Ich meine, Bauernkorn ist ja jetzt auch schon 4 Wochen her. Oder 4 Wochen? Ja, ne? War Anfang Juni. Stimmt, wir hatten ja das Pet-Day-Thema erst, ne? Aber sag mal, also du hast jetzt eigentlich kein größeres Event mehr besucht in den letzten Jahren, ne? Es ist... Wie ist denn das mit der Gewöhnung an Leute wieder? War das schwer? Das ging eigentlich. Also es war auf jeden Fall. Also ich dachte, ich würde irgendwie einen Overload oder so kriegen. Aber nein, habe ich nicht bekommen. War positiv. Okay. Warst du auf der Party am Samstag? Nee. Dafür hat dann für das Digital die Kohle nicht mehr gereicht und die Zeit auch nicht. Ja, also ich glaube, das können ja auch nicht immer alle dahin. Oh Gott, Entschuldigung, ich kriege jetzt hier gerade langsam aber sicher Puderzucker auf die Marmelade gerührt. Dankeschön, ich werde es genießen. Bitte, bitte. Vielleicht noch Nutella drauf. So, also Entschuldigung, das wird heute, also ich werde so eine Sendung nie wieder machen, ich bin zu abgelenkt. Ich bin jetzt total raus. Friedrich, das tut mir gerade total leid. Hast du über die Bauncon geredet? Ja, ich habe über die Bauncon. Und du warst bei der Party. Ich war bei der Party, stimmt. Genau. So. Aber ganz ehrlich, ich habe auch nach Messen in der Regel, die Partys haben wir immer stehen lassen. Die haben wir nicht nochmal besucht, weil wir waren so fertig, dass wir andere Sachen gemacht haben. Also da eigentlich keine Sorge, wenn man die nicht mitnimmt. Die laufen ja nicht weg. Ja. Und was dann auch noch war, halt auch sehr viele Stände. So sehr viele und da habe ich mir einiges besorgt. Ich habe mir so einen Comic gekauft mit so Pin-Up-ähnlichen Cartoon-Zeichnungen. Mit einiges an Uniformen drin und Uniformen sind toll. Ja. Vor allem in Anführungszeichen zivile Uniformen. Ja, hast du Shows gesehen? Ja, das war so schön. Zum Beispiel gab es da einen Subi-Wettbewerb von so ein paar, ja, es waren nur weibliche Subis und die Ricker hatten halt, glaube ich, 10 Minuten Zeit, um die Subis zu verschnüren. Und die Subis hatten 10 Minuten Zeit, sich zu befreien. Und sie durften sich auch gegenseitig helfen. Okay, wer hat gewonnen? Das war, ich glaube, der Escape Challenge hieß das, ne? Ja, genau. Gewonnen haben, also die Subis kamen raus, also denke ich mal, die Subis haben gewonnen. Ja, also Escape erreicht. Wobei wenn ich 10 Minuten tüddle, ich stelle mir ja immer auf Bondage so vor, ne? Das dauert eine Minute und dann ist Subi quasi hilflos. Das heißt, ich muss mich gar nicht wundern, wenn es mir nicht gelingt, innerhalb von 2 Minuten irgendwas hinzukriegen, aus dem man nicht ausbrechen kann. Das finde ich gerade spannend. Also, ich verrate heute vielleicht schon mal eine Sache. Vielleicht hast du, Friedrich, ja eine Idee. Ich überlege, ob ich nicht auf einer Messe mal auf einer Bühne was mit dem Podcast mache.
dass man da irgendwas aufnimmt oder ne, dass man da irgendwie was macht. Hast du eine Idee, was ja. man tun könnte? Weil mir fehlt es tatsächlich so ein bisschen an Themen oder an der Idee, wie man das Publikum auch interaktiv einbinden kann. Vielleicht so eine Art Kurzinterview, dass du dann quasi so auf der Bühne sitzt, so ein bisschen einleitest und dann also so den Podcast vorstellst für die, die ihn nicht kennen und dann quasi in die Runde fragst, wer denn auf die Bühne kommen möchte und ein bisschen was über sein BDSM erzählen möchte. Okay, die Idee ist schon mal gut, weil du sagst, sitzt. Ne? Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass ich da dann sitzen würde. Ich dachte, ich würde dann stehend unruhig durch die Gegend laufen. Aber es ist natürlich, ich überlege gerade, auf Messen gibt es ja in der Regel keine Sitzgelegenheiten. Das heißt, wenn ich den einzigen super bequemen Ohrensessel irgendwie in dieser ganzen Halle habe und da kann man sich hinsetzen, man wird dann aber mikrofoniert, dann habe ich schon gewonnen. Ja, dann kommen die Menschen, ich will nur sitzen, ja okay. Okay. Achtung, fies ist vielleicht für Intervalle auch ganz gut. Ich weiß, du bist nicht so wirklich alt, aber im Vergleich zu mir. Ich würde dir einen Thron vorschlagen. Ein Thron? Für mich oder für meinen Gast? Oder? Du bist auf dem Thron. Was sehe ich denn auf dem Thron? Du bist ja der Moderator. Ich setze das Podcast so wie auf den Thron, damit sie sich schlecht fühlt. Jetzt guckt sie mich böse an. Du musst auf dem Thron sitzen. Alle beten sie dich an und du fühlst dich dann schlecht. Oh je. Ja, also da auf dem Gedanken muss man noch ein bisschen rumdenken. Friedrich, ich gucke gerade, wie ich das heute hier so ein bisschen mache. Es ist ein bisschen chaotisch. Ich bin offenbar heute ein bisschen zu sehr mit diesem, was ist das für ein Berg Waffeln da drüben, beschäftigt. Und ich schaue mal, mit wem ich heute noch sprechen kann. Vielleicht haben ja Menschen aus dem Publikum Ideen, was könnte man auf einer Messe machen? Also was für Sachen gäbe es, wo sie auch gerne mitmachen würden. Ne? Und deine Idee, die finde ich schon mal ganz gut, zu sagen, ne? Einfach die Leute aus dem Publikum ansprechen, zu sagen, hier komm, erzähl mal was. Finde ich gut, da würdest du dich vermutlich auch zur Verfügung stellen. Wenn ich auf der Convention wäre, auf jeden Fall. Okay, ja, ich muss mal gucken, was dies Jahr noch ist. Also September kann ich schon mal definitiv ausschließen, das wird nichts mehr werden dieses Jahr. Wobei November ginge ja. So, Ja, eins wollte ich noch erzählen, ich habe ja. Auch geguckt, ob ich was kaufen kann. Also ich habe mir nicht nur dieses Comic gekauft und noch so eins von diesen typischen Damsels in Distress Bondage Videos, sondern auch ein Halsband von, kann ich die Marke nennen, die Firma? Ach komm, sag die Marke, sonst kriege ich hinterher eh wieder E-Mails mit, kannst du mal sagen, wo das her ist, kannst du mal nachfragen, was die Marke war, also sag's einfach. Also das Halsband ist von All About Gags, aus Frankreich. Ich habe irgendwie so ein Frankreich-Ding, keine Ahnung warum. Mein erster Top war Französin und das Halsband ist aus Frankreich und mit der ich in einem Papi-Forum schreibe und mich natürlich über Papi unterhalte, ist auch Französin, also ist schon ganz interessant. Ja, es ist ja manchmal einfach so, dass die Ecke, also mich spricht das jetzt nicht so an, das hat andere, hat Schulgründe. Okay. Also. Aber guck mal, du hast reichlich eingekauft, das ist ja schon mal in Ordnung. Mein Tipp ist ja immer bei solchen Messen, man nimmt nur das Bargeld mit, was man auch bereit ist, dort auszugeben und bloß keine Karten. Aber dafür wurde ja das Bestellen erfunden, das ist immer das Problem. Nächstes Jahr BoundCon bist du fest dabei, vermute ich. Ja, nächste BoundCon gehe ich auf jeden Fall wieder hin. Ja, wunderbar. Also ich guck mal, ob ich das auch irgendwie hinkriege. Ich glaube, nächstes Jahr, da war der Termin, lag dann für uns, glaube ich, besser. Und mein Gott, so ein Wochenende in München ist ja auch immer nicht schlecht. Ja. Okay, Friedrich, ich schaue mal, ob hier mal das Telefon klingelt, ob jemand hier in Konkurrenz zum Waffeleisen akustisch treten möchte. Noch eins. Ja. Ich schicke dir vielleicht einfach mal ein Bild von dem Halsband. Da kannst du vielleicht Ja, dann wird's ja Werbung, ne? Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Also mir kannst du es gerne schicken, ob ich es dann verwende, das für die Shownotes, das gucken wir dann an, ja? Okay? Ja, mach gut. Alles klar. Ja. Hab einen wunderschönen Abend und ja, vielen Dank, dass du heute hier angerufen hast. Und ich drücke dir ganz feste die Daumen, dass du einfach ganz viel Spaß hast und dass du einfach ja ganz, ganz viele Dinge einfach tun kannst, weil das ist ja das, was wir alle tun wollen. Ja.
Okay. Mach's gut. Tschüss. 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 Ich glaube, Stormwind wollte anrufen. Stormwind wollte anrufen. Er rührt gerade Waffelteig an, wollte mitmachen. Ja, das ist super. Stormwind, ruf an. Ich weiß hier nochmal ab, ich weiß jetzt, ich verstehe das jetzt, warum die im Fernsehen immer nur so Hasenbisse irgendwie nehmen, weil das akustisch sonst eine Katastrophe ist. So, es klingelt, ich weiß nicht, wer es ist, ich gehe mal ran. Hallo, Sebastian und der Tonmensch hier, mit wem sprechen wir? Hallo, hier ist der Dom von Dom mit Sub. Ach, du bist das, hi. Ja, siehst du es, das ist alles hier deine Schuld oder eure Schuld. Ja, wir fragen uns gerade, welche Erdbeermarmelade du isst. Selbstgemachte. Ja, aber eure ist, die ihr mitgebracht habt, die ist schon alle. Was sollen wir machen? Das ist ja schon mal gut, wenn die alle ist, dann wird es nicht schlecht. Ja, aber okay, also kurze Erklärung. Die vorletzte Folge. Folge 74. Genau, 74. Da bist du der Dom. Und du hast den Waffelbausatz, nein, ihr habt den Waffelbausatz herbeigeschafft. Mhm. Und ja, das haben wir davon, eine Folge, wo Menschen die Mundgeräusche nicht ertragen können, sofort abschalten müssen. Na super. Aber ist total lecker. Vielen Dank. Bitte, gern geschehen. Aber das siehst du mal, da kommt schon wieder meine sadistische Ader für die ganze Community raus. Mhm. Alle müssen drunter leiden. Wir haben dafür auch extra ein Mikrofon hingestellt. Das war Sebastians Idee. Das war geil. Ja, das hört man auch klappern. Das freut mich. Ja. Haben wir es gut eingestellt. Ja. Es ist auch so lauschig hier draußen gerade. Ne? Nur bei Waffeln und Alster ist eine spannende Kombination, muss ich gestehen. Das geht ganz gut. Oh. Ja, ich finde es etwas seltsam, aber müsste man mal probieren. Ja, das geht, aber ich wollte jetzt heute Abend hier keinen Kakao trinken. Wie ist es euch beiden denn ergangen, seitdem die Folge erschienen ist? Oh, so einiges ist passiert. Also wir waren als erstes auf dem Fetisch Cologne Festival und daran habe ich gerade denken müssen, als der vorherige Anrufer angerufen hatte. Und ja, also das Event ist komplett anders verlaufen als Antwerpen. Holst du den Teller? Okay. Waren zwar einige in Fetischklamotten da, also wir waren tagsüber da, auch wieder nicht Party, sondern nur tagsüber und haben einen Workshop besucht als erstes morgens. Der war recht interessant. Jetzt weiß ich, was noch so alles an Spanking geht. Da habe ich einiges noch an Ideen gelernt. Der Popo hat schon geglüht vom Sub. Ja, dafür ist der Popo da. Ja, richtig, der war schon richtig schön rot. Also an Gegenständen oder an Schlagtechniken, was gab's Neues? Gegenstände eigentlich weniger, also das hat man schon gekannt, aber noch nicht so richtig gesehen. Also man konnte mal in die Hand nehmen, eine Singletail und so Sachen, das war ganz interessant und und an Schlagtechnik eigentlich so das ein oder andere, was man mit der Hand noch machen kann, was da für Möglichkeiten da sind. Das eine oder andere hatte man schon gekannt, aber man hat auch noch einiges dazugelernt. War ein ganz guter Tag in der Hinsicht. Was ist denn jetzt dein neuer Liebling? Mein neuer Liebling? Ja, den habe ich mir dort gekauft. Ja, jetzt, komm, also was ist es? Ist es ein Paddel oder? Nee, da war so ein Stand und an dem sind wir vorbeigelaufen. Bruno Bullwhip. Und ist ein Schweizer, der aus Känguruleder Bullwhips herstellt. Und da hatte ich eine in der Hand, die lag so schön und mit der konnte man so gut durch die Luft zischen. Und die hat sich so schön auf dem Rücken und dem Po angehört. Und die wurde dann. Und die ist eigentlich seitdem mein Liebling. Ich bin gerade dabei, die noch so ein bisschen einzuspielen, damit sie richtig schön sanft und weich wird. Das ist aber schon interessant. Okay, und Sub mag dich aber noch. Ja, der mag mich noch, auch wenn er gerade in einem anderen Zimmer ist, weil er krank ist, aber der mag mich noch. Aber nicht krank, weil irgendwie der Hintern irgendwie jetzt erstmal heilen muss. Nee, krank, weil er sich im Zug das böse Zeh eingefangen hat. Oh Gott, ja, im Moment trifft es echt ganz viele. Darf ich mal fragen, ich meine, das ist ja die erste Folge mit einem schwulen Paar. Da war ich selber sehr neugierig, wie wird das vom Publikum angenommen? Ich persönlich habe nur positives Feedback gesehen. Ich habe gesehen, auch runtergeladen wird die Folge ohne Ende. Also die wird gehört. Aber was ist denn bei euch so angekommen? Was haben die Leute euch berichtet oder haben sie euch irgendwo völlig verrissen? Also
Gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, das ist erwähnenswert? Also zerrissen worden sind wir auf gar keinen Fall. Also da eigentlich auch nur positives Feedback. Ein alter Bekannter, mit dem wir vor ewigen Zeiten mal Kontakt hatten, der hat sich aufgrund dieser Folge nochmal bei uns gemeldet und hat gesagt, boah, ihr seid absolut in der falschen Bubble drin, und hat uns dann versucht, oder wir sind gerade dabei, in die richtige Bubble reinzukommen. Der hat gesagt, das, was ihr sucht, findet ihr niemals auf Romeo. Ihr müsst bei Recon suchen und bei FetLife. Wie gesagt, FetLife muss ich mich jetzt noch reindenken richtig und Recon auch, aber da war schon das ein oder andere, wo er gesagt hat, hier in diese Richtung geht's. Also auch für uns positiv. Und er hat auch gesagt, Gott sei Dank habt ihr gesagt, dass er nur für euch spricht und nicht für die ganze Community, weil der das Ganze ein bisschen anders erlebt. Aber der war trotzdem ganz froh, dass das auch mal auf den Tisch kam. Also das haben wir relativ viel Feedback auch in der Hinsicht bekommen. Endlich, die Folge ist gut. Ich verstehe den Unterschied zwischen der schwulen und der hetero BDSM-Welt. Das kann ich genauso nachvollziehen. Da kam einiges in diese Richtung. Hm. Ja, also das habe ich auch bekommen, dass Leute wirklich das bestätigen können. Aber das ist ja spannend. Also es geht einfach nur um die Frage, welche Bubble ist es? Und ja, wie finde ich die Leute? Ich war ja klar, dass ihr nicht die Einzigen sein könnt auf der Welt. Die sagen, nee, uns liegt halt ein bisschen mehr am Spiel, am BDSM und weniger das, ja, das, ich sag, nenne es jetzt mal das schnöde Vögeln. Das kann ja nicht sein, dass ihr da alleine seid, ne? Aber ich fand das schön, auch einfach mal diese Welt auch ein bisschen, ja, zu entdecken, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, war's auch. Und der hat uns auch dann nochmal den Quälgeist in Berlin empfohlen. Da waren wir dann jetzt auch vor 2-3 Wochen, an dem langen Wochenende über Fronleichnam. Da war da ein Event, also Donnerstag Fronleichnam selber, war ein Tütteltreff dort sind wir hingegangen. Da haben wir dann auch die eine oder anderen Knotentechnik noch kennengelernt und auch die ersten Kontakte geknüpft. Ich muss das mal ganz kurz unterbrechen, ja. Der Waffelteig ist alle. Oh, da habt ihr aber gut gefuttert. Ja, das ist nicht, dass wir die gegessen hätten. Hier liegt ein Stapel Waffeln. Aber er ist alle. pass mal auf. Tom, dann wollen wir beide applaudieren mal hier dem Waffelmenschen. Genau, machen wir mal. Das hast du sehr schön gemacht. Sind sehr gut geworden. Ich hatte ja am Anfang erwähnt, ich mag meine Waffeln eher sehr dunkel. Mhm. Soll ich mir nochmal reinlegen? Ich will ja nur sagen, die sind alle wunderschön goldgelb, wie in der Werbung. Und keine ist dunkel, aber trotzdem, die sind trotzdem extrem lecker. Kann man die nochmal reinlegen? Klar. Ja, klar kannst du. Ja, komm, mach mal eine dunkle, mal so eine knusprige, damit ich den Knusper-Effekt habe. Fürs Mikrofon würde ich auch im Zweifel einen Keks essen. Genau, das Podcast-Baby muss jetzt die leere Schüssel nochmal wiegen. Ich muss die Schätzfragen-Antwort dann nochmal entsprechend anpassen. Ach so. Ich brauche das jetzt verschwinden und sag mir das Gewicht von der leeren Schüssel. Danke. So. ich habe ihr nicht gesagt, was die Schätzfrage ist heute. Das war jetzt die Waffelunterbrechung. Jetzt. Völlig in Ordnung. Wir sind ja dran schuld. Genau, weiter geht's. Ja, also wir waren im Quälgast, wie gesagt, da haben wir die ersten Erfahrungen gemacht, da hat uns dann auch jemand die Knoten gezeigt, da haben wir auch zum ersten Mal Leute in Suspension gesehen, die dort gehangen sind, das waren 3 oder 4 Leute, die da Suspension betrieben haben, also 3, 4, die gehangen haben, sagen wir es mal so. Das war total interessant, das zu sehen und auch danach mit denen reden zu können, wie sie sich gefühlt haben. Da habe ich so ein bisschen an dich denken müssen, weil du würdest ja am liebsten direkt das Mikrofon danach unter die Nase halten, die Leute interviewen. Wäre da passend gewesen in dem Moment. War nämlich echt interessant, was die erzählt haben. Und dann sind wir samstagsabends, war da On Your Knees. Das ist so eine Nacht, wo einfach Master und Subsklaven sich den Abend vergnügen können. Das heißt, du kannst andere Sklaven bespielen, Subs, oder auch einfach dich nur austauschen, einfach nur zuschauen. Ja, und die ganze Einrichtung, die ganze Location des Quälgeistes nutzen. Es war echt interessant, da dabei zu sein und auch dort weitere Kontakte zu knüpfen. Und auch Bekannte, die man dann schon gekannt hat aus dem Internet, mal in live kennenzulernen und mit denen reden zu können und auch mal austauschen zu können. Also es war richtig gut.
Ja, das müsst ihr jetzt dafür immer nach Berlin, oder hattet ihr denn in Berlin auch Kölner getroffen? Es sind ein paar gewesen, die sind hier in der Ecke. In der Ecke heißt im Umkreis von 100 Kilometer etwa. Ja. Aber die Location hat es uns irgendwie angetan, sodass wir jetzt zum Beispiel der Folsom, das ist das zweite Wochenende im September, hinfahren werden und da auch noch mal gucken. Da kannst du auch noch mal in den Quälgeist rein, da haben sie eine Veranstaltung, da ist auch das Straßenfest der Folsom. Da sind wir gerade am Hotel suchen, die nämlich schon überteuert sind ohne Ende, aber... da wird sich schon was finden. Da bekomme ich einen Zettel reingereicht. Okay, dann muss ich gleich Schüssel mit nix. Jetzt darfst du das Gewicht nicht sagen. Sonst doch, das Gewicht von der Schüssel kann ich sagen. 254 Gramm. So, also das kann ich sagen. Okay, also das heißt, durch die Folge ist im Prinzip der Knoten geplatzt. Die passende Bubble ist da und verfügbar. Und ist, jetzt lachen die beiden sich hier gerade kaputt. Ich will gar nicht wissen, was jetzt wieder ist. Ich konzentriere mich auf die Richtung. Ich mag nicht wissen, was die bei 254 Gramm denken, aber du kannst mal gucken, ob du ein Schlagwerkzeug in der Nähe hast, was 254 Gramm wiegt, und mal so nach links oder rechts ausschlagen. Ich weiß ja nicht, wo sie gerade steht. Ja, sie steht ja gerade links neben mir. Ich habe hier ein Kabel, mit dem ich zuhauen kann, aber das würde wahrscheinlich den Verlust der Live-Sendung nach sich ziehen. Verdammt. Ich habe ja eine andere Strategie zur Rüge. Aber die verrate ich nicht. Oder soll ich es verraten? Willst du meine Waffel haben? Gerne, Achtung, wenn du willst. So, jetzt ist das Podcast so wie meine Waffel. Könnte der Tonmensch mal zählen, wie viele Waffeln da jetzt noch liegen auf dem Tisch? Soll ich mal zählen? Ja, zähl mal, bitte. So. Die auf deinem Teller ja, liegt? Ja, mit der neuen auf meinem Teller. 10. Ja, super, 10 Waffeln. Ich werd fett. Da muss jetzt die Nachbarschaft einladen zum Waffeln essen, wenn ihr die nicht esst. Ja, weil die Nachbarschaft weiß ja nichts von diesem Podcast. Ach so, das ist schlecht. Ich wollte mal kurz nachfragen. Ich dachte, wolltest du nicht eine Waffel ein bisschen dunkler machen? Die lag jetzt nochmal wie 3 Minuten im Waffeleisen, aber... Ich glaube, das vielleicht muss die Temperatur beim Waffeleisen ein bisschen höher stellen. Das geht nicht. Das hat keine Temperatureinstellung, das Waffeleisen. Boah, so. Ich sehe schon, wir brauchen ein neues Waffeleisen für dich. Nee, habe ich überlegt, ob wir uns nicht nochmal schnell so ein Waffeleisen für den Grill organisieren können. Daran haben wir auch schon gedacht, an Waffeleisen. Ja, aber ich glaube, nach dem heutigen Tag habe ich erstmal für mindestens 3, 6, 9 Monate erstmal waffeltechnisch versorgt. Außerdem muss das Podcast so wie sonst immer wieder Marmelade herstellen. Da ist er beschäftigt. Ja, also der Juri wünscht, ich soll die übrig gebliebenen Waffeln im Chat hochladen. Ich glaube, ich könnte das Rezept in die Shownotes packen. Wenn ihr diese Folge hört, macht euch Waffeln nach diesem Rezept. Ja, das wäre interessant, was für ein Rezept ihr gewählt habt, aber... Ja, jetzt ist die große Frage ist jetzt, werdet ihr demnächst bei euch zu Hause... Ja, Jungs zum Hauen und Waffenessen einladen. Das werden wir jetzt gucken, was der Sommer bringt. Also eingeplant ist es schon, dass wir jetzt Jungs treffen zum Hauen und Spielen und sonst was. Also da ist schon Interesse. Und Waffenessen auch. Kann er dann meinen Sub machen. Genau, also kann die Waffeln machen oder essen? Machen. Essen nicht. Wir sind ja für die anderen da. Das soll ja die Gäste bedienen. Okay. Ja, witzig, weil jetzt liegt er da krank im Nebenzimmer und hört vielleicht das demnächst oder, na super, vielleicht noch ein paar liebe, tröstende Worte. Das hört er schon, keine Angst. Liebe, tröstende Worte, er hat doch selbst schon im Chat geschrieben, dass er heute gut gefüttert worden ist. Oh. Dem geht's hier viel zu gut, dem verwöhne ich viel zu sehr momentan. Ja. Aber es soll ja auch gesund werden. Genau, soll gesund werden, damit du wieder kaputt machen kannst. Man muss ja mal aufpassen. Ich finde, das gehört auch immer beim BDSM dazu, dass man aufeinander aufpasst und dafür sorgt, dass man auch morgen noch was zum kraftvoll zuhauen hat. Richtig. Ja, Dom, ich überlege gerade, ob Stormwind ist gerade wohl am Waffelteig machen. Ich muss mal gerade in den Chat so ein bisschen reinlinsen, ob das möglicherweise der Fall ist, weil das würde ich natürlich gerne hören, was da passiert. Dann wünsche ich dir. Also toll, dass du angerufen hast und schön, dass die Aufnahme einfach auch euch neue Perspektiven ermöglicht hat. Ja, hat sie. Dir auch danke, dass wir uns aufnehmen durften bei dir. Ja, es ist äußerst gerne. Und dir noch einen schönen Abend. Ja, danke schön und vielleicht bis demnächst ganz persönlich.
Ja, auf alle Fälle. Bis dann. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war Dom. Was schreibt der Nia hier gerade im Chat? Neues Codewort für BDSM. Magst du Waffeln? Also ich überlege wirklich, also ich stelle mir gerade vor, wirklich auf so einer Messe so eine Bühne zu schnappen, wirklich den bequemsten Stuhl, den es im weiten Umkreis gibt, dort zu haben, zu sagen, das ist kein Problem, wir müssen nur reden. Ne? Und dann einfach mal zu gucken, was passiert, wäre spannend. Oder man rennt irgendwie rum, aber ich glaube, es muss auch nicht live, ne? Aber ich glaube, ich finde es einfach mal ganz spannend. Ich weiß nur immer nicht, würde das jemand sich angucken und live anhören wollen. Ich stand halt noch nie auf einer Bühne mit Mikrofon, um da irgendwas zu tun. Vielleicht. Aber eigentlich schiefgehen kann es ja im Grunde nicht, ne? Okay, bis es hier klingelt, die Nummer kann ich ja gerne mal verraten. Ah, ich gucke mal, wo ich sie stehen habe. Ich habe die ganze Zeit schon meinen Spickzettel zugemacht. 05101-911-8952 ist die Telefonnummer. Da könnt ihr anrufen und da die Waffeln fertig sind, müsst ihr jetzt auch nicht mehr gegen das Waffeleisen anreden. Nur gelegentlich beiße ich mal ab. Ja, und da das ja auch die letzte Gelegenheit bis September ist, hier irgendwie einfach was loszuwerden im Podcast, einfach anrufen. Und sieh da, es funktioniert. So, da ruft jemand Anonymous an und ihr hört das vielleicht, das vor meiner Hecke hier im Haus, dass dahinter auf dem Weg gerade Leute sind und sich irgendwie angrölen. Ist immer schön die Gegend hier. Hallo, Sebastian und der Waffelmaker hier. Mit wem sprechen wir? Hallo Sebastian, du sprichst mit der Tina. Hallo Tina. Hallo. Hi. Ja. Jetzt mache ich hier aus, damit es keine Doppelung gibt. Genau, richtig. Ich wollte mich ganz herzlich bedanken. Ich liebe deinen Podcast, höre den sehr gerne, habe aber eine ganz andere Meinung zu BauernCon. Okay, das ist okay. Das Meinungen sind hier immer erwünscht, also immer gerne her damit. Ja, ich fand es jetzt nicht so wahnsinnig prickelnd, habe mir gedacht, also nächstes Jahr dann maximal die Party. Ich hatte ja noch dir noch geschrieben, ob ihr nicht auch kommen wollt. Ja, naja, also die Shows an sich, die Fesselungen, die fand ich spannend anzuschauen. Aber so von den Ständen war ich eigentlich enttäuscht, das, was ich wollte, konnte ich nicht ausprobieren, das gab's nicht. Oh, ich habe es mir irgendwie noch größer vorgestellt. Ja, das ist mal Größe und das ist halt diese Halle, ne? Und ich glaube, die war trotzdem relativ vollgepackt mit Zeug, ne? Ja, das stimmt schon. Ja, vielleicht habe ich mich auch nicht genug umgeschaut. Ich war beeindruckt, hätte es nicht gedacht, wie viele Hunde da rumgelaufen sind und Drachen und so weiter. Da ist der Drachen wieder, ja. Ja, da ist er wieder. Genau, deswegen habe ich das neulich schon mitbekommen, was der Friedrich da erzählt hat, weil ich das gleich verknüpfen konnte. Ja, also ich wollte eigentlich nur Danke sagen, weil dieser Podcast mir die Leute auch näher gebracht hat. Also auf meiner ersten Party, wo ich war, habe ich mir auch gedacht, oh Gott, warum schauen die mich alle an? Und es war ganz unangenehm. Und ja, je mehr ich dann deinen Podcast gehört habe, desto mehr habe ich mir gedacht, ach, das sind aber eigentlich alles ganz nette Menschen, die da dahinter sind. Also ja, nicht alle vielleicht, aber sagen wir mal, mit denen kann man auch ganz normal reden. Ja, das hoffe ich. Also wenn ich mit den Leuten spreche, sind die immer total super freundlich. Gut, ja. Liegt auch vielleicht am Podcast, aber grundsätzlich, das sind einfach ganz normale Leute und diese Elite, an die ich vor 20 Jahren auch noch geglaubt habe, ganz ehrlich, ich habe sie bis heute noch nicht wirklich gefunden. Ne? Also ja, es gibt ein paar selbsternannte Eliten, aber das so. Gibt's die schon, ja. Also ich bin noch nicht so weit drin, aber ich habe in München schon gemerkt, dass es da welche wohl gibt. Ja. Ja, wobei, das ist immer die Frage, im Endeffekt, ne, kochen sie alle nur mit Wasser? Alle haben sie im Endeffekt irgendwie eine Peitsche oder ein Seil in der Hand oder so und ja, vielleicht hat der ein oder andere dann die Luxusarmfesseln, aber vom Grundsatz her, wenn es dann darum geht, mit Top oder Sub irgendwas Schönes zu machen, da sind wir doch alle auf uns gestellt und müssen uns einfach Mühe geben, aufeinander aufpassen, böse zueinander sein und dabei irgendwie möglichst Spaß haben. Und was bringt einem da irgendein besonderer Ruf? Und ganz ehrlich, der Geldbeutel hat auch eine Session noch nie schöner gemacht. Ja. Ne? Also von daher sehe ich das ganz entspannt. Wie lange hörst du den Podcast schon? Seit Februar. Seit Februar, ja, bist ja noch ganz frisch dabei. Hast du schon alles gehört? Ja, tatsächlich. Nein, alles habe ich nicht gehört, aber ich würde sagen, entscheidende Folgen habe ich schon gehört. Ich fand auch ganz toll dieses Pärchen, das zu diesem, ich weiß gar nicht genau, wie ich es jetzt nennen soll, dieses Schloss der O oder die Partys der O. Ja. Dieses Pärchen, wo er dauernd gelacht hat. Und also das war so eine süße Folge, hat mir ganz gut gefallen. Das war Anna und Herr Kunze, die ganz neue Folge ist ja, das, ne? Ja, genau, ja. Anna und Herr Kunze.
Die sind auch, die sind einfach toll. Also mit denen haben wir so lange abends noch gequatscht, was die noch alles zu erzählen hatten. Großartig. Ja, und wie er so am Basteln ist von seinem Werkzeug auch. Ja, ganz putzig irgendwie. Und wo man halt meinen könnte, ja, ist schon ein bisschen krass, was die da so feiern. aber sympathische Leute. Ja, und ich glaube, das ist immer so ein bisschen der Punkt. Ne? Manchmal schrecken ja irgendwelche Events oder irgendwas ab, aber auch da, ne, sind ja im Endeffekt sind da auch wieder nur dieselben Leute. Also, ne, das ist einfach nur eine Frage, komme ich da erst, habe ich einen guten Einstieg und komme ich mit den Leuten klar? Und dann ist der Rest ziemlich entspannt. Ja. Ja, also München. Ich fessel ich so ein bisschen vor mich hin. Selber werde ich gerade nicht gefesselt, finde es aber ganz toll. Da habe ich mir gedacht, na, jetzt übe ich mal so ein bisschen. Wobei es da so einen Unterschied gibt zwischen einem ästhetischen Fesseln, also sowas wie einen, so ein Bikini-Oberteil quasi, oder halt wirklich so ein Fesseln, dass sich jemand gar nicht mehr rühren kann. Dieses Paketisieren. Mhm. Das ist jetzt gerade was mich interessiert. Genau. Schläge und so ist nicht so meins. Ja, oh Gott, das ist ja das Schöne. Da kann sich ja jeder aussuchen, was man mag. Ne? Und ganz ehrlich, Seil, ja Gott, ist halt meine Schwachstelle. Vielleicht mal so ein kleines Detail. Sagt dir Matthias Grimme was? Ich habe mit dem Matthias Grimme schon geschrieben und ihn auch gesehen auf der Show. Da war ich jetzt ehrlich gesagt, obwohl er mir sehr sympathisch ist, aber auf der Show, boah, darf ich es kurz erzählen? Er hat seine Partnerin dort angespuckt. Ja, es gibt Menschen, die mögen das. Ja, da war ich erstmal entsetzt. Wow. Ja, gut. Also für mich ist er so ein bisschen. Ich darf den Begriff nicht verwenden, den ich immer sagen wollen würde. Vielleicht also, errate ich ihn. Nein, den errät niemand. Also er hat mir gesagt, das soll ich nicht sagen, also sage ich es auch nicht. Als ich so mit 18 den ersten Zugriff hatte, ne, und dann gab es ja auch Amazon schon und dann konnte man ja Bücher bestellen. Und da war halt das SM-Handbuch, war so mit eines der ersten Werke und das war halt von ihm. Und dann gab es ja damals auch die Schlagzeilen, diese ganzen Zeitungen. Und er war also im Prinzip so die erste ergiebige Quelle im Bereich BDSM für mich. Und am Montag werde ich nach Hamburg fahren und werde eine Folge aufnehmen mit ihm. Mhm. Ich habe auch schon das Publikum gebeten, mir mal ein paar Fragen zu schicken, die ich ihm vielleicht mal stellen könnte. Dummerweise, also der Deal lautet, wir werden ganz wenig über Bondage reden. Mhm. Und alle Fragen, die ich bekommen habe, drehen sich alle nur um Bondage. Die kann ich alle nicht verwerten. Das ist ein bisschen schwierig für mich gerade. Nach deinen Kriterien, wie er Geschichten auswählt oder sowas. Genau, also mir wird da ein bisschen was einfallen, aber ich nehme natürlich immer gerne das Publikum so ein bisschen mit. Und also hier nochmal quasi der Aufruf für die Kurzentschlossenen. Montag, den 4. Juli, nehme ich auf. Alles, was bis dahin in meinem Postfach ist, bis morgens, das versuche ich einzubauen. Nein, aber ne, das ist ganz spannend, weil, ne, wie gesagt, über Bondage hat er schon überall erzählt im Grunde und hat da ganz viel erzählt und er weiß auch und er ist auch wirklich da echt, das ist einfach Künstler, ja, großartig, aber ich muss mir ja auch gelegentlich was Neues ausdenken und dann muss er dran glauben. Ich bin gespannt, ob er das mitmacht. Ja, also das war schon fantastisch, ich weiß nicht, ob ich es bei ihm gesehen habe, ich glaube schon, oder vielleicht auch bei dem, der vor ihm die Show gemacht hat, so richtig ausgemessen muss er das so haben. Er hat dann nämlich das Seil durchgeschnitten und die Partnerin hat halt runtergeschleudert wie beim Bungee-Jumping und da war nicht mehr viel Platz bis zum Boden. Also extremes Vertrauen und er muss sich natürlich auch sicher sein. Ich glaube, das war bei der Vorgängershow. Okay. Ja, und der Matthias Grimme hat was gemacht, das fand ich auch krass, seine Partnerin hat so ein Intim-Piercing, wo man auch ein Messer durchstecken kann. Er hat halt das Messer da so durchgesteckt und so inszeniert, als ob er es ihr in Scheide steckt, quasi, ja. Das war auch krass. Ja, man muss immer aufpassen, ne? Das ist natürlich auf der Bühne dann Show und da gibt es natürlich auch Effekte und das sieht dann schon immer noch mal ein bisschen böser aus, ne? Oder ne, da kann man auch schon mal gewisse Grenzen, wenn die Menschen sich da sehr lange kennen, die das machen, kann man dann mal überschreiten. Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass Leute das sich als Beispiel nehmen und dann sagen, oh ja, genau so machen wir das dann morgen zu Hause auch. Da gruselt es mich ein bisschen. Ja. Naja, aber die Party dann war toll und dann wollte ich noch eine Person erwähnen, den fand ich ganz tollen Franzosen, der so ästhetisch gefesselt hat, der Kyrell Frey oder so ähnlich, ich habe es vorhin mal in den Chat geschrieben, das hat mir richtig gut gefallen. Okay. Und der hat dann abends auf der Party eben nochmal live gefesselt, andere auch, aber wollte ich jetzt einfach nochmal erwähnen. Warte, war das deine erste BoundCon? Ja. Gehst du wieder hin?
kommt drauf an, wenn jemand auf meine Begleitung Wert legt, vielleicht. Ansonsten mag ich momentan eher so Party-Erfahrungen machen. Mhm. Genau, also da ist jetzt echt viel los. Eigentlich jedes Wochenende ist irgendwas los. Man muss schauen, wo man wann hingeht. Aber das macht mir auch gerade total viel Spaß. Spielst du auf Partys? Das ist gerade so ein neues Thema für mich. Was macht man auf Partys? Muss man spielen? Will man spielen? Spielt man öffentlich? Spielt man im Playroom? Ich bin ja so ein Freund davon, dass ich lieber mit dem Menschen, mit dem ich auch zusammen bin, spiele. Und da finde ich es ganz nett. Also es muss jetzt nicht alles bis ins Extreme gezeigt werden, aber so, das Machtgefälle oder so ein bisschen zu zeigen. Also ich bin dann halt mal so gefesselt durch den Raum geführt worden oder musste dann auch mal mit Fesseln alleine dastehen und warten, bis er wieder kommt. Das fand ich schon reizvoll. Ich habe mich geschämt am Anfang, aber es hat auch schon Wirkung gezeigt, hat mich schon angemacht. vom Körper verraten. Es war ja ein Spiel. Packe ich das jetzt und laufe ich nicht weg oder so. Ja. Aber jetzt mit jemandem, mit dem ich nicht zusammen bin, so zu spielen, ist jetzt nicht so meins. Okay, jeder kann ja da überlegen, womit fühle ich mich wohl, was mag ich? Mag ich das Abenteuer haben, mit jemandem vielleicht nur ein einziges Mal zu spielen? Gibt's ja auch. Soll einfach dann diese Basis miteinander entstehen. Ich frage nochmal den Waffelmeister. Mhm. Hast du noch Fragen? Möchtest du nachhaken? Wie gesagt, ich kann zur Braunkorn nicht viel sagen. Ich war noch gar nicht da. Also ich kenne sie überhaupt nicht. Okay, dann nehmen wir dich einfach mit. Ja. Gott, dann kriegen wir das hin. Achso, ich hätte jetzt eigentlich nicht so schlecht reden müssen, wenn ihr nächstes Jahr hinwollt. Ich war auch schon da und ganz ehrlich, die hat ganz viele Aspekte, die Messe. Und ich glaube, es ist einfach eine Frage der Erwartung, was möchte ich? Möchte ich da einkaufen gehen? Möchte ich da mein Korsett vermessen lassen, damit es mir perfekt passt? Dann ist das genau richtig. Die Party ist nochmal ein ganz eigenes Kaliber, finde ich. Die ist eindrucksvoll. Und natürlich ist so eine Messe erstmal eine Verkaufsmesse. Dann gibt es noch die ganzen Shows und ich muss halt überlegen, was davon mag ich? Oder treffe ich dort einfach ganz viele Menschen, die ich halt sonst nicht sehen würde und nutze das halt dafür. Kann ja auch eine Gelegenheit sein, wenn die BDSM-Family an einem Ort ist. Also ich glaube, ich würde, wenn ich nächstes Jahr wieder hingehe, dann würde ich mir so einen Platz gegenüber von der Bühne reservieren. Ich denke, da braucht man dann so VIP-Karten, dass man da auch die Shows entspannt anschauen kann. Dadurch, dass ich nicht so wahnsinnig groß bin, hätte ich mich entweder nach vorne in die erste Reihe boxen müssen. Oder ich sehe halt nichts, oder wenig, so durch die Lücken durch. Also gegenüber, ich glaube, so ein VIP-Pass rentiert sich da, wenn man sich für die Shows interessiert und vielleicht auch diese Workshops. Ja, da gibt's ja auch, ich glaube, die sind auch ständig ausgebucht, die Dinger. Ich gebe ja zu, ich habe immer behauptet, ich habe noch nie einen Workshop besucht. Das stimmt so nicht, muss ich leider zugeben. Erste-Hilfe-Workshop, den habe ich schon mitgemacht. der war mir auch wichtig. Aber wenn du dort auf der Bühne bist, dann ist das für mich auf jeden Fall ein Grund, nochmal mir eine Karte zu kaufen für die BauernCon. Mal gucken, also ob es die BauernCon wird, ich kann dazu jetzt gar nicht sagen. Ich muss mich erstmal mental mit dem Gedanken anfreunden, vor Publikum mit einem Mikrofon, also vor Publikum, was da ist, etwas zu machen. Und zwar nicht nur vor Publikum, was den Podcast schon hört, sondern einfach vor Leuten. Ne? Und ist die Frage, das kann total nach hinten losgehen. Das kann aber auch total Spaß machen. Mhm. Und ganz ehrlich, das ist ja auch dieser Gedanke, es soll halt Spaß machen, der Podcast. Ne? Aber deine Community ist doch schon so groß, dass da bestimmt sehr, sehr viele Fans von dir dann da sein werden und dir dann Halt und Unterstützung bieten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute, die dich noch nicht kennen und dort hören, dass die dann enttäuscht sein werden. Und selbst wenn, kannst du auch immer schon vorbeigehen. Aber ich kann ja fesseln. Ich kann ja dann einfach währenddessen fesseln, dann haben alle was zu lachen. Ich kann dann zeigen, wie es nicht geht. Nein, ich glaube, ich würde da einfach mit Humor rangehen, ne? Und dann ist das ganz entspannt. Aber ich glaube, das überlasse ich aber sozusagen der Community, ob sie das wollen und ob ich mich darum bemühen soll und kann und will. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ja, du hast dich doch schon längst entschlossen, mach das. Nee, entschlossen. Entschlossen ist es dann, wenn ich zugesagt habe, ja, dann bin ich da. So. Ich krieg hier was gezeigt. Ja, was im Chat? Flüsterhessen.
Wo zeigst du denn hin mit deinen großen Fingern? Stormwind, flüster, Herr Stix kann nicht, wenn jemand zuguckt. Ich kann nicht, wenn jemand zuguckt. Das ist gut. Ja, dann auf der Bühne hinter einem Vorhang. Nein, ich glaube, wenn, dann richtig. Also wenn, dann schon in Persona und ordentlich und in komischen Klamotten. Irgendwie so ein Karo-Anzug oder so, so oder wie Galt Boning. Dann komme ich gar nicht erst rein. Nein, das funktioniert nicht. Nein, ich glaube, das muss man schon ehrlich und schön machen. Aber vorhin hat jemand den Thomas Gottschalk erwähnt. Da war auch, da waren solche schönen Jacken und fast so eine Mischung zwischen Thomas Gottschalk und Zirkusdirektor. Die Leute haben sich drauf gestürzt. Zwei Sachen hätte ich noch, so Fragen an die Community als Neuling. Ja. Warum muss es auf diesen Partys immer so in Richtung Gothic gehen? Immer, also irgendwie entweder ist es Techno oder so finstere Musik, so, ich weiß nicht, Rammstein, aber es ist halt wahrscheinlich, weil Rammstein sehr beliebt ist, gell? Und ja, naja, die andere Sache ist vielleicht so, es geht in Richtung Klamottenstil. Naja. Okay, nein, frag also, ruhig. Also, warum, das wundert mich tatsächlich, warum kann man da, man hört ganz selten irgendwie so Mainstream, geht das nicht miteinander? Also hören BDSMer kein Mainstream? Ist das verpönt? Okay, also bis der Chat sich da gerührt hat, lieber Chat, beantwortet diese Frage bitte. Ja. Ist das verpönt? Ich glaube, man will halt Musik haben, die zum Spielen funktioniert. Also ja, wenn ich wir nehmen jetzt mal anderes Extrem, Schunkelmusik. Funktioniert ja, okay. Natürlich nicht, dazu kann ich irgendwie nicht hauen. Das geht, ne, klar. Wenn ich jetzt so Pop-Hymnen da hören würde, ich weiß nicht, also gerade deutsche Musik, da habe ich immer das Problem, dann ist da der Text, dann fängt man an mitzutrellern, dann ist Subi schlecht gelaunt, wenn ich anfange zu singen. Da muss man immer ein bisschen gucken. Glaube, dass, also ich würde jetzt sagen, das ist so die Basis, auf die sich die meisten einigen können. Aber ich gucke mal, was jetzt im Chat steht. Ich bin gespannt. Ich wünsche allen noch einen schönen Abend. Achso, du liest das im Chat und ich versuche das hier dem Publikum ein bisschen zu vermitteln. Ja, das okay. Auch. Andere ja. Auch die Chance haben, mag ich nicht. Ja. Okay, pass mal, machen wir so. Damit die Leute dich erreichen können, ich lege ja hier immer alle schön auf der Webseite als Menschen an. Wenn du mir eine Mailadresse zur Verfügung stellst, die bleibt dann natürlich geheim, dann kann ich dir das weiterleiten, wenn Menschen dich anschreiben wollen. Ja. Ja klar, kannst du dir in Ruhe überlegen und dann kann ich das verknüpfen, ne? Das okay. Das ist ja dann so. Über Instagram, glaube ich, weil da haben wir schon Kontakt. Genau, wo auch immer. Jetzt habe ich noch eine wichtige Sache für dich, weil du sagtest, du hast noch nicht alle Folgen gehört. Wenn du Stand jetzt alle Folgen gehört haben wirst, dann wirst du 14 Tage und 14 Stunden und 42 Minuten Kunst der Unvernunft gehört haben. Am Stück. Also ein bisschen was vor dir, wenn du nicht alles schaffst oder sagst, mir Hälfte magst du nicht hören, ist überhaupt nicht schlimm, aber es sind 14 Tage Dauerbeschallung inzwischen. Wahnsinn. Ja, ja. Ah. Ich höre dich immer auf dem Weg zur Arbeit. Ich radle in die Arbeit und das ist immer ganz nett. Und ab und zu halt auch noch beim Sport oder so. Okay, dann nicht erschrecken, wenn du die nächsten Tage dann auch zur Arbeit fährst und dich selber dann plötzlich hörst. Das kann ich mir nicht anhören, ich weiß, dass die eigene Stimme sich mal ganz fürchterlich anhört. Nein, die ist hervorragend. Das klappt schon. Ich bin gespannt, aber nicht vom Rad fallen, bitte. Alles klar. Okay, Tina. Also dann, einen schönen Abend euch. Ja, tschüss. Tschüss. Okay, ja, das ist spannend. Also mit der Musik, das stimmt schon. Und ich habe es gerade gelesen, also auf einer anderen Party lief epische Film-Soundtracks, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich überlege gerade, ja, da muss man mit den Filmen ein bisschen aufpassen. Spätestens bei Titanic würde ich wahrscheinlich die Party verlassen. Was war das? My Heart Will Go On? Naja, ich kann mir aber auch nicht vorstellen, so Mainstream-Musik BDSM zu betreiben. Ich weiß es nicht, also das geht in meinem Kopf auch irgendwie nicht zusammen. Ach, ganz ehrlich, um Subi zu ärgern, da könnte ich mir das schon vorstellen, ne? Aber ich weiß auch nicht. Es ist auch so ein bisschen die Zeit, ne? Aus welcher Zeit höre ich die Musik? Ich glaube, 90er-Musik habe ich mal auf einer Party gehört. Das ging erstaunlich gut, ne? Also, da muss man immer so ein bisschen gucken. Ich habe lange nicht mehr von so einer Waffel abgebissen. Sie ist inzwischen kalt. Ich mache das jetzt mal, obwohl ich hier niemanden im Gespräch habe. Das ist nicht schlimm. Du sollst ja genießen, ne? Du bist ja auch noch da. Musst ja auch noch was davon haben. Also red doch mal eine Minute am Stück, bitte. Deine Familie hat ja jetzt schon einen ganzen Berg Waffeln abgeholt hier, ne? So. Aber es sind immer noch welche da. Ja, Stormwind hat auch jetzt mittlerweile geschrieben, die erste Waffel ist am Backen. Ich warte jetzt eigentlich die ganze Zeit darauf, dass das Telefon klingelt und dass wir jetzt mitgeteilt bekommen, wie gut die Waffeln sind. Aber traut sich nicht. Kann ganz ehrlich sagen, meine sind besser. Also,
nicht, die ich gemacht habe. Die wären fürchterlich, aber die, die ich kredenzt bekomme. Aber ich werde mich bei Stormwind auch nochmal entschuldigen. Sie hat sich beklagt, dass mein Atmen zu hören war. Entschuldigung, ich habe vergessen, das Mikro auszumachen in der Zeit, wenn ich nichts... Wie du atmest. Ja, auch ich, soll denn das? Ja, auch ich ziehe Luft. Oh, ist ja fürchterlich. Ich glaube, ich poste nochmal die Nummer in den Chat. Wo haben wir sie denn hier? 051019118952 ist die Nummer. Ich glaube, Stormwind ist ein R. Zumindest wenn es der, das, die selbst Stormwind ist wie beim letzten Mal. Das ist aber nicht schlimm, das kann man ja nicht wissen. Und ich bin gespannt. Also ich hätte gerne einen Waffelbericht. Und wenn wir es geschafft haben, dass eine Person auf dieser Welt heute Abend Waffeln isst, die sonst keine Waffeln gegessen hätte, dann war das doch schon ein Erfolg. Okay. Ed Waffelmensch steht hier im Chat, das finde ich sehr schön. Jetzt soll ich die Luft anhalten. Halt mal an. Wie lange kannst du das? 4 Minuten. Für was? Ja. Darf ich verraten, was dein Halbhobby ist? Ja. Ja, tauchen. So, also mit Luft anhalten, das ist witzlos. Oh je. Naja. Ich überlege, ob ich, ach, eine Sache, die muss ich jetzt nochmal loswerden, weil da ist ein kleiner Verkaufsstopp eingetreten. Liebes Publikum, ihr wisst ja, es gibt diese wunderbaren Podcast-Kaffeebecher und zwar die letzten, die ich zumindest in absehbarer Zeit haben werde. Ich glaube, wir haben Marktsättigung erreicht und da steht ja drauf, vorne ne, BDSM-Podcast mit dem Logo und hinten steht ja drauf Becher der schwarzen Mysterien und es gibt noch ein paar. Ich habe jetzt auch nicht weiter vor, welche nachzubestellen, also danach gibt es einfach keine mehr. Wer noch welche haben mag, ich poste jetzt nochmal den Link. Und wer die haben mag, wunderbar, weil so langsam muss ich das Lager bei Michael dann räumen, weil die stehen da jetzt schon wieder viel zu lange. Also diesmal habe ich es einfach übertrieben. Und wenn ihr welche haben wollt, wunderbar, ansonsten fange ich an, die Dinger hier bei mir in den Schrank zu stellen und dann sind sie halt hier. Was habe ich ja noch auf dem Zettel? Die Folge, die am Montag erschienen ist, also alle Psycho oder was, mit Jörg Signerski und Stefanie Verführt. Die ist extrem spannend, weil die wird von Menschen gehört, die den Podcast bislang noch nicht gehört haben. Also ich habe das erste Mal in der Statistik wirklich gesehen, dass das was ist, was ganz viele von euch offenbar teilen und weiterleiten und sagen, hört ihr das an. Auch ganz viele Menschen haben geschrieben, dass sie das sehr entspannt finden, dass BDSM so, ich sag mal, von Fachpersonal so unaufgeregt gesehen wird. Und ganz ehrlich, genauso sehe ich das auch. Das ist sehr großartig. Wobei, in der Folge bin ich ja 2-3 Mal in die Falle getappt und dann saßen zwar ja meine Gäste auf der Couch, aber plötzlich fühlte ich mich wie auf der Couch. Nee. Vorsicht vor Psychologen. Ja, ja, ach nein, die haben das total toll gemacht, aber das war einmal zurückgefragt und zack, war ich im Rechtfertigungsmodus. Da kann ich noch was lernen. Ja, ich glaube, jetzt würde ich gerne mal mit jemandem telefonieren, ansonsten lehne ich mich jetzt hier mal ein bisschen zurück. Wie viele Waffeln haben wir denn noch? So 4-5 Stück haben wir noch. Eine ist auch ein bisschen dunkler geworden. Eines, ja, die letzte. Ja, die sieht ganz gut aus. Es roch auch zwischendurch ein bisschen komisch. So, ich ziehe mal den Chat hier auf den anderen Bildschirm, damit ich ihn im Blick habe. Ich glaube, ich würde jetzt einfach mal ein bisschen früher, damit das immer nicht so ganz am Ende ist, gucken, wie ich diese Schätzfrage hier eingebaut kriege. Meinst du, das ist schon der Moment? Ach, ja, doch. Ja, Viertel vor 10 kann man machen. Es ist ja, die Leute denken mal, ich würde jetzt 2 Monate nach den Urlaub gehen. Nein, wir machen jetzt nur bei den Live-Sendungen Pause, damit ich genug andere Sendungen aufnehmen kann. Aber im Juli sind wir 2 Wochen unterwegs und ich werde so ein Mikro-Podcast-Equipment auch mitnehmen, damit ich im Zweifelsfall, wenn eine Gelegenheit sich ergibt, dann eben doch mal schnell kann. So, wo ist denn die Schätzfrage? Ach ja, da, jetzt muss ich da noch eine Zahl abziehen. Mit 10er-Übergang, ich krieg die Krise. So, muss ich mal kurz ausrechnen. Okay, ausgerechnet. Ihr Lieben, ihr kennt ja diese wunderbaren Pfannwender, die ich hier habe. Und das passt ja auch gut zum Waffeleisen, nein, passt eher zum Pfannkuchen. Und ich zeige euch mal ein Bild. Das ist so ein kleines Sammlerstück, das gebe ich halt einfach gelegentlich her. Und die kann man gewinnen. Frage, es gibt eine Schätzfrage, ihr schreibt einfach in den Chat rein. Ich nehme, ach Quatsch, wir verschieben das. Ich gehe mal ans Telefon. Hallo, Sebastian hier und der Waffelgott. Mit wem sprechen wir? Okay, Waffelgott. Mein Gott sitzt gerade in meiner Küche. Ich bin die Namru. Hi. Hallo Namru.
von der Folge, wo es darum ging, wieder in die Szene einzusteigen. Da hatten wir darüber geredet, dass ich seit vielen, vielen Jahren von Stammtischen ferngeblieben bin. Ja. Und wieder gerne meinen Szeneeinstieg feiern würde. Okay, dann feiern wir den jetzt. Hast du mich dann dazu ermutigt, es doch einfach zu tun? Dies habe ich getan. Es war wunderbar. Es war. Ich kann es immer noch nicht so ganz fassen. Und seitdem bin ich jetzt auch schon zu Events gegangen und ich plane mehr und ich habe alte Freunde wieder getroffen. Und ach, schön. Wann war das? Wann hast du losgelegt? Ich war direkt nach der Folge 2 Wochen später beim Alumni-Stammtisch in Düsseldorf. Mhm. Leider hat sich keiner von dir animieren lassen, mich zu begleiten. Ich bin also dann todesmutig alleine zu dem bösen Perversen gegangen. Oha. Wie lange warst du da? 10 Minuten oder eher bis zum Ende? Tatsächlich nicht bis zum Ende. Ich bin länger geblieben, als ich geplant hatte. Habe tatsächlich auch ein, zwei sehr nette Menschen kennengelernt, mit denen ich immer noch so sporadisch in Kontakt stehe. Und man auch ein Wiedersehen geplant hat. Ja. So 3-4 Stunden war ich bestimmt da. Okay. Und also man hat ja, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe mich ferngehalten und jetzt habe ich ja diesen Respekt vor der Situation. Jetzt kommst du da rein. Also wie schnell geht dieses, ich sag mal, dieses Lampenfieber, wie schnell ist das verschwunden? Uff. Mein Problem war erstmal, dass ich eine Weile vor der Bar oder dem Café warten musste, weil das Ergebnis von meinem Corona-Test einfach nicht kommen wollte. Oh, also das macht ja noch schlimmer. Ja, das wäre ja der Moment, wo man dann einfach umdreht. Genau das. Die Orga-Person hatte mich halt gesehen und hatte mich auch schon kurz aus der Distanz begrüßt und ist dann nach drin verschwunden und dann stand ich da erstmal. Das war schrecklich. Mir schlug das Herz bis zum Hals, bis das Ergebnis dann endlich da war und ich rein konnte. Und wurde dann unerwarteterweise von total wildfremden Menschen sehr herzlich begrüßt. war fast ein bisschen viel, aber es war sehr schön. Und hab mich dann erstmal nur an die Seite gesetzt und das Ganze auf mich wirken lassen. Und es war so angenehm, wie ich es in Erinnerung hatte, das Stammtisch-Dasein. Ja, das muss ich auch mal so ein bisschen bestätigen. Also so ganz raus war ich natürlich irgendwie, ich ja sowieso nie, aber trotzdem durch die Pandemie war ja auch irgendwie 2 Jahre Stammtischpause. Und es hat mich gewundert, wie schnell es gegangen ist, dann wieder in diesen Modus reinzukommen, zu sagen, oh, es ist einfach schön, wieder mal einfach mal normale Leute um sich zu haben. Ja, das kann ich so nur bestätigen. Und vor allen Dingen auch einfach frei heraus reden zu können und einfach nicht blöde angeschaut zu werden. Oder vielleicht halt auch noch Input zu kriegen zu Gedanken und so. Ja. Das ist sehr, sehr schön und sehr, sehr wholesome. Seitdem, also blieb ja nicht bei einem Stammtisch. Partys, also auf welchem Weg bist du gerade? Jedes Wochenende Action und Gippi? Nein, dafür ist mir die Situation der Welt da draußen doch noch ein bisschen zu heikel. Ich war auf dem Fetischfestival in Köln. Nicht auf der Messe, ich war nur auf der Party mit ein paar Freunden. Die Party war im Grunde ganz schön. Es gab ein paar Kritikpunkte, die ich selber persönlich nur so am Rande miterlebt habe mit den Doorbitches. Aber alles in allem war es sehr schön, viele Menschen in Latex zu sehen, in sehr großartigen Outfits. Gute Musik, zu der man wunderbar tanzen konnte. Oder muss ich einhaken, was für Musik war es?
War es Gothic-Musik? Es war keine Gothic-Musik. Es war schon sehr elektronische, beatlastige Musik. Hm. Aber es war kein Goth. Okay. Es war halt ja auch eine Tanzveranstaltung und keine Spielveranstaltung. Es gab zwar so zwei kleine Playgrounds, aber die waren eher so am Rande, eher uninteressant. Ja, okay, also Messe, da war ja auch wirklich schönes Wetter, ne, mit den ganzen Outfits und schöne Menschen und viele davon vor allem. Da weiß man ja immer nicht, wohin man gucken soll. Ne? Das ist immer so ganz, oh, Leute. Und da kann man auch nicht gaffen. Ja. Also, wir gehen die meisten nicht dahin, um auch gesehen werden zu wollen. Hier, kannst du mal dein Mikrofon richtig da irgendwo hinpacken? Ja, die meisten wollen ja gesehen werden, also. Ja, ich will eigentlich immer spielen, ne? Das ist immer mein Problem. Da habe ich die Frau da und dann will ich immer spielen, das ist fürchterlich. Also ich behaupte, viele gehen da auch hin, um ihre teuer gekauften Styles dann auch mal zu präsentieren in der Öffentlichkeit. Ja. Ja. Ist ja auch zu langweilig, das immer nur zu Hause im stillen Kämmerlein zu tragen, vielleicht mal vor der Kamera und dann sich ein bisschen seine 5 Minuten Fatlife-Fame abzuholen. Ja, und zum Elternabend will man auch nicht unbedingt damit, obwohl man da garantiert Aufsehen kriegt. Ja, Und da kannst du hingehen und keiner guckt dich doof an. Ganz im Gegenteil. Okay, dann ist doch mal die Frage, was für ein Outfit hast du denn getragen? Ich hatte mir tatsächlich kurz vorher ein neues Kleid gegönnt, aus Strukturlatex. Richtig schöner Fishtail und mit sehr tiefem Dekolleté. Und einem wunderschönen Schädel- und Rosenmuster da drauf. Natürlich in Schwarz. Natürlich. Natürlich in Schwarz. Zumindest bei mir ist fast alles schwarz, wenn nicht gerade die Lidl rauskommt. Ja, wobei das könnte ich mir auch spannend vorstellen. Also Lidl auf einer Party, also wirklich so vom Outfit, was wirklich da sehr explizit in die Richtung geht. Ich kann mich, glaube ich, gerade nicht dran erinnern, das mal auf einer Party gesehen zu haben. Ich bin tatsächlich schon eine Weile am Überlegen, ob ich mir da nicht mal was aus Latex zusammenstelle und mal gucken. Man muss sich dann ja auch trauen und dann müssen ja, du sagtest ja vorhin so schön, das Portemonnaie macht die Session dann auch nicht besser. Da kam Widerspruch im Chat, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Also. Braucht man da schon ein bisschen den finanziellen Background. Ja, okay, vielleicht habe ich mich da eben ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Also die Session, das Miteinander, ne? Ich glaube, da macht Geld wirklich keinen Unterschied. Also wenn ich überlege, da habe ich dann die teuren Spielsachen da alle dabei und was nehme ich? Ich nehme das günstige Stöckchen, weil es damit einfach gerade am meisten Spaß macht, ne? Ich glaube, das ist so dieses, ich weiß nicht, also ne, das Preisschild macht die Sache weder besser noch schlechter, habe ich das Gefühl, wobei natürlich edle Sachen einfach edel sind und ne, Sobi möchte ich ja auch besonders edel haben und dann nur das Schönste für sie, ne, das ist ja wohl vollkommen klar. Dem kann ich tatsächlich, ja, doch, dem kann ich zustimmen. Ja, aber muss man mal gucken, also klar, aber, ne, wenn Geld da ist, dann kann man das auch ausgeben. Ich habe nur mal manchmal das Gehör, Leute sagen, ah ja, ich kann mir BDSM nicht leisten. Das habe ich tatsächlich ganz früher auch mal gedacht, da hatte ich ein Buch, da stand dann so drin, was man so für ein Grundequipment ausgeben muss und was so eine Party kostet und da waren dann die Tausender, also wurde das einfach in Tausendern angegeben und dann dachte ich auch, um Gottes Willen, ich bin nicht reich genug dafür. Nein, ist nicht nötig. Also machen kann man und die schönen Lieblingsstücke, die kommen dann eh früher oder später. Da spart man dann einfach drauf und dann hat man auch etwas, worauf man sich freuen kann. Dann kann man das Ganze auch wieder mehr wertschätzen. Ja. Also hast du ein Lieblingsstück? Mein Lieblingsstück derzeit ist tatsächlich die flache Hand von Gotti. Okay. Ja, der kann ja mit der flachen Hand kann er das ja vergelten. Ne? Also, bringt ihn auch noch auf Ideen. Ja, das war jetzt für mich aber auch eine logische Konsequenz. Ja, ne? Also, aber ein schöneres Lob kann es doch gar nicht geben, ne? Weil, jetzt aber die Frage, warum? Weil die so sanft ist und weil er da machen kann, was er will und das wird nicht zu schlimm oder
weil das genau richtig dosiert ist? Es ist einfach das, auch das Setting dazu. Das ist, die Hand kann sanft über die Wangen streichen, die Hand kann fordernd mit einem Finger das Kinn anheben, sie kann biestig zuhauen, sie kann einen schützend festhalten, sie kann Care geben, Haare bürsten, Tee machen, Orgasmen bringen oder auch nicht. Okay, du hast mich überzeugt. Also hätte ich keine, würde ich mir jetzt sofort eine Hand kaufen. Nein, wirklich. Also wenn man mal so drüber nachdenkt, ne? Ja klar, ich sehe im Schaufenster, sehe ich das Stück, aber ja natürlich, eigentlich das vielseitigste Spielgerät trage ich mit mir herum. Das günstigste. Es braucht nur ein bisschen Pflege. Ja, das braucht ein bisschen Pflege. Das ist wohl wahr. Die tut auch manchmal weh. Das muss ich ja ganz ehrlich sagen. Du hast vollkommen recht. Okay, aber gibt es ein sachliches Lieblingsstück? Ein sachliches Lieblingsstück? Ja, ein Ding. Jetzt gerade spontan. Ja. Also vielleicht gibt es ja auch so einen Gegenstand, den du abgrundtief hast, aber wenn du ihn jetzt als solchen benennen würdest, dann würdest du ja zeigen, dass das eher eine Hassliebe ist. Tatsächlich ist eins meiner Lieblingsstücke, wir haben dicke Gummimittens, wie Handschuhe, wie Fäustlinge. Und wenn ich die umhabe, die kann man mit einem Schloss verschließen. Ich kann die Hände nicht mehr benutzen. Das ist einerseits für mich schwierig, weil ich gerne mit meinen Händen Dinge tue. Andererseits führt das bei mir im Kopf zu einem Moment, dass ich ruhig werde. Das heißt, wenn ich aufgeregt bin, mich eine Situation stresst oder ich am Rumhampeln bin, dann kommen die oft zum Einsatz. Oder wenn ich Gott kratze und kneife und er hat da gerade absolut keinen Bock drauf, dann zieht er mir die Dinger über. Ja, meine Wunschliste hat sich gerade um einen Gegenstand erweitert. Ich finde das gerade gut. Großartig. Soll ich dir den Müll schicken? Auch sehr gerne. Das Problem könnte sein, wenn ich dann zu böse zum Podcast so wie bin, weil ich was ich kratze und sonst was mache, dann wache ich morgens noch auf mit abgeschlossenen Händen oder so. Nein, ich vertraue ihr natürlich. Ich habe ja noch meine Zähne. Ja, auch sehr schön, sehr schön. Ja, aber ich glaube, das ist auch mal so, ne, was ist für, ja, wie spielt man mit den Sachen, ne? Also ne, wenn, man kann die ja auch für Petplay benutzen oder so, aber nein, das allein, was es dann bedeutet, ne? Das ist natürlich immer das Spannende dahinter. Hui. Amro, ich gucke jetzt, dass ich diesen verfluchten Kochlöffel irgendwie hier in die Welt kriege. Du darfst natürlich auch gerne mitmachen. Und ganz ehrlich, wenn der Podcast dir so ein bisschen Mut machen konnte, zu sagen, jo, BDSM, wieder rein da, los geht's. Und das hat funktioniert. Großartig. Ich freue mich in jedem Fall da ganz riesig drüber und drücke die Daumen, dass du da noch ja ganz viel aus dem Haus gehst und ganz viele tolle Menschen und Dinge und alles kennenlernst. Das werde ich tun. Zum Abschluss soll ich dir aus der Küche eine Sache ausrichten, und zwar geht es um deine Bühnenpräsenz und den Ohrensessel. Da sprach die Eminenz, der Ohrensessel ist gottverdammt immer noch seins. Ach so, ich müsste dann aufpassen, dass ich das Problem hätte, dass dann submissive Menschen möglicherweise nicht die Erlaubnis hätten, auf diesen Sessel drauf zu gehen. Okay, ja, ich brauche ein Stück Teppich, muss ich auch mitnehmen. Sitzkissen. Ja, Sitzkissen, oh, das ist auch eine gute Idee. Okay. Als Hörbchen erstmal. Ja. Okay, Ohrensessel und Sitzkissen oder vielleicht irgend so ein umklappbares irgendwas, so ein Multifunktionsmittel. Mal gucken, das müsste ja auch erstmal dahin geschafft werden, das muss ja auch ins Auto passen. Okay, ich wünsche dir einen wunderschönen Restabend, Grüße in die Küche und hab einfach ganz viel Spaß. Vielen Dank.
Vielen Dank. Einen schönen Abend noch. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, jetzt kommen der Fun-Wender weg. Ich habe das Bild ja schon in den Chat gepostet. An Storm mit Bilder kann man leider hier nur in diesen Chat posten, wenn man die irgendwo anders hochlädt und dann den Link in den Chat postet, damit dann der Chat wiederum aus dem Link ein klickbares Bild macht. Es ist ein bisschen fürchterlich. Ich arbeite dran, das zu verbessern, aber so sei es im Moment. Okay, also, ihr könnt einen Fun-Wender gewinnen. Den Fun-Wender der Kunst der Unvernunft. Ich habe auch noch nicht mehr viel. Ich glaube, ich habe noch 5 oder so. Aber der Nachschub ist wohl schon in der Post. Alles organisiert. Und es gibt eine einfache Frage, die müsst ihr beantworten. Und wer am nächsten dran ist, der wird von mir ausgelost, kann mir hinterher dann einfach eine Postanschrift schicken und dann schicke ich einen kleinen Podcast-Umschlag mit einem Fun-Wender, ein paar Kärtchen etc. etc. Und mein Chef des Olymp des Waffeleisens. Soll ich das auch noch machen? Langsam kann ich nicht steigern. Du wirst mal gucken, wer am nächsten dran ist. Ich versuch's. Überbieten ist erlaubt. Wir sind hier nicht bei der Preis ist heiß. Ja. Und die Frage lautet, wie viel Gramm Waffelteig wurden ja eigentlich gerade von dem Ingenieur des Waffelwesens gebacken? Und wenn ihr eine Idee habt, wie viel Gramm das waren, dann schreibt das einfach in den Chat rein und dann gucken wir mal, wer am nächsten dran ist. Und ja, dann schauen wir mal, was passiert. So. Bin gespannt. Wir haben ja immer so eine leichte Verzögerung, aber da kommen schon die ersten. Das Witzige ist, ne, selbst wenn man das Rezept kennt, hinterher herauszufinden, wie viel Gramm das wirklich waren, ist nicht so einfach. Und da kommen schon Antworten. Ich beiß ja nochmal ab, du kannst nochmal ein bisschen kommentieren, was du im Chat siehst. Ja, ja, die sind gar nicht so schlecht. Die sind richtig gut, ne? Die sind richtig gut. Also einer ist schon ganz nah dran. Hm. Aber richtig nah. Ich bin beeindruckt. Ich bin auch sehr beeindruckt, ja. Das hätte ich nicht gedacht. Einige haben echt gedacht, dass so viel Waffeln, ja, dass da einige schießen auch ganz schön übers Ziel hinaus. Also da wären hier noch mehr Waffeln. Also sollte Stormwind, der exakt das gleiche Rezept haben wie ich, kann ich immer sagen, doppelte Menge, dann kommst du genau drauf. Mhm. Ich guck mal, wo ich die Antwort habe. Ach, da. Ich weiß nicht, du ziehst ja irgendwann die Linie. Ach ja, stimmt, ich muss die Linie ziehen. Ich beiß aber nochmal ab. Ja, beiß erstmal ab. Mhm. Heute hören auch besonders viele Menschen zu. Ich bin echt beeindruckt von euch. Ich habe jetzt erwartet, bei dem Wetter sitzt ihr alle draußen. Mhm. Oh. Jetzt ist die Waffel zerbröselt. Ja, das haben Waffeln so an sich, wenn sie gut. Oh, ich werde so einen Shitstorm kriegen, weil. Guck mal, diese Live-Sendung wird jetzt 2 Monate als neueste Live-Sendung oben stehen. Ja. Und jeder, der dann neu beim Podcast reinhört, findet dann immer mit als erstes diese Live-Sendung. Mhm. Also, wenn ihr es bis hierher geschafft habt, diese 90 Minuten, das ist ja nicht immer so, hört einfach eine andere Folge. Das ist besser. So, ich glaube, ich ziehe meine Linie. Ich glaube, jetzt hatten alle die Gelegenheit. Zack, Linie gezogen. So. Und wenn du dich nicht verrechnet hast, ne, dann liegt... Ja, ich habe rechnen lassen. Du hast rechnen lassen? Ja. Also ich sag mal das richtige Ergebnis. Der Waffelteig ermittelt durch Wiegen auf einer brauchbaren Waage sind 1452 Gramm klebrige Masse wurden angerührt und verarbeitet. Und Lisbeth hat 1458 Gramm. Und nein. Ist damit am nächsten dran. Ja. 6 Gramm daneben. 6 Gramm daneben. Boah, ja, herzlichen Glückwunsch. Also, das ist immer diese Sache mit der Schwarmintelligenz. Mich würde auch mal interessieren, wenn man jetzt den Durchschnitt aller Antworten zieht, wie nah man dann dran wäre. Ich schreibe mal auf, Wender, Doppelpunkt. Was war das? Lisbeth? Ich muss ihn mal kurz in der Liste finden. Lis und B-I-T-H. Okay. Lisbeth. Ja, herzlichen Glückwunsch. Du hast gewonnen. Und der Umschlag kommt, sobald ich eine Adresse von dir kriege, auf irgendeinem Weg. Also das kann sein E-Mail, Telegram, Instagram, spielt keine Rolle. Und die Adresse, die verwende ich dann einmal, um sie auf den Umschlag drauf zu schreiben. Und danach kommt die dann einfach weg. Dann will ich ja keine Daten sammeln hier. Großartig. So, Fun-Wender erledigt. Guck mal auf meinen Spickzettel, was hier so draufsteht. Eieieiei. Das ist aber eine Menge noch. Ich gehe jetzt einfach mal ans Telefon, weil da ruft nämlich Storm mit an. Okay. Hallo Stormwind. So, jetzt grätsche ich euch einfach mal direkt dazwischen. Das ist völlig damit das Timing passt. Ich habe hier schon meine Waffel schon halb aufgegessen. Deine eine Waffel? Na, die eine, die ich mir jetzt parat gelegt habe, um sie live zu essen für euch. Oh, sehr gut. Dann warte. Sollen wir jetzt synchron mitschmatzen?
Können wir gerne machen. Also ich habe hier noch so ein bisschen Kakaowaffel mit total geschmolzenem Vanilleeis. Oh, großartige Idee. Das ist schon mal sehr gut. Wurde auch vorhin im Chat schon genauso geschrieben. Habe ich gelesen nebenbei. Und ich nehme mal hier noch so ein knuspriges Ende. Hört man das? Ich habe es ein bisschen gehört. Wenn man genau hinhört, hört man das. Ich werde es hinterher versuchen, ein bisschen zu verstärken. Verdammt, das wird hier noch ein Koch-Podcast. Ja, es ist doch ein BDSM-Podcast. Für Brat und Koch. Also, also ich finde, alle, die Hunger haben, die leiden jetzt auch. Ja, vielleicht habe ich ein kleines bisschen Sadismus in mir, ich weiß nicht so genau. Möglicherweise. Aber gut, aber guck mal, es hat doch geklappt. Also war das mit den Waffeln vorher geplant oder haben wir dich jetzt inspiriert? Nein, das ist, wie du vorhin angesagt hast, das ist, wenn jemand Waffeln backt, nur weil du diesen Podcast machst und Waffeln schmatzt live, genau das ist passiert. Herzlichen Glückwunsch. Oh, hervorragend. Also ich habe halt auch ein Ei und irgendwie so aus dem Handgelenk ein bisschen Margarine und Zucker und Mehl und Zeugs zusammengekladdert. Also ich habe kein festes Rezept, sondern irgendwie so aus der Erinnerung, was ich mit vorigen Waffeln gemacht habe. Oder so mal Daumen. Du hast eben gar nicht mitgeraten, ne, bei der Schätzfrage, oder? Doch, aber ein paar hundert Gramm zu viel. Ah, verdammt. Ja, ist ja auch mal schwer, ne? Was für Eier hat er genommen? War die Milch fettarm oder, ne? Voll. Naja, also spekulieren wir gerade echt über deine Eier? Solange es spekulieren ist, ist es völlig okay. Spekulieren kann hier jeder, gar kein Problem. Wenn jemand plötzlich sagt, er hat Ahnung. Und wie viele waren das denn? Wie viele Eier waren das denn? Oh, das musst du das Podcast-Subi fragen, glaube ich. Ja, das weiß die ganz genau. Das wissen wir beide nicht. Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Waffelmasse. Sehr schön. Oh, weia. Ah, ich kann sagen, wollen wir vielleicht... Ja. Wollen wir vielleicht dazu kommen, was ich erzählen wollte? Ja, bitte, sehr gerne. Ich wollte von zwei Sachen erzählen, die der Podcast und die Community für mich gemacht hat und wir zusammen oder sowas. Und zwar hat sich aus der Berliner KDU-Pubble zu, wann war das, Gründonnerstag, glaube ich, ein erstes Live-Treffen ergeben. Oh, sehr und cool. Da war ich dann irgendwann nachmittags dazu, da waren die ersten irgendwie schon wieder auf dem Weg, irgendwie mal Technikmuseum angucken, irgendwie, weiß nicht, was dann zwei Straßen weiter war. Und es hat leider geschüttet aus Eimern. Also das mit irgendwie Decke ausbreiten und Tüdeln war nix. Jedenfalls nachmittags nicht mehr. Und dann waren wir so ungefähr, weiß nicht, ein Dutzend Leute oder so. Und sind dann abends dann noch in ein Lokal umgezogen, wo auch der Mittwochsmansch sonst immer getagt hat. Und das war alles total schnuffig und toll. Und dann kamen noch so Stück für Stück abends ein paar Leute dazu. Und ein paar gingen dann schon wieder und so. Das war alles total super. Und jetzt im Sommer haben wir uns ein wenig an den Berliner Bondage-Picknick rangehängt. Die auch schon seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, mehr oder weniger jeden Sonntag sich eben im Sommer treffen, um unter einem bestimmten Baum da eben zu picknicken und zu tüdeln und Spaß zu haben. Und ja, das war sehr nett. Ja, sehr cool. Jetzt höre ich auch immer öfter und auch Hannover hat das immer wieder mal in seinen Herrenhäuser Gärten, dass da Bonnitsch, wie heißt das, Tüddeln im Freien? Nee, wie nennen die das? Ja, im Georgengarten, ich habe das mitbekommen. Genau, aber irgendwie hat das einen schönen Namen und ich finde das total schön, dass man das draußen machen kann. Das geht. Aber Georgengarten ist bei uns aber auch echt eine öffentliche Fläche, ne? Also ich weiß nicht, was sie sich da für ein Eckchen gesucht haben. Ja. Oh, das ist bei uns in Berlin genauso. Also kurze Anekdote, wir haben sogar... war das Polizei oder Ordnungsamt? Das ist auch so. Das ist das erste Mal, dass ich bei einer Kinky-Tätigkeit Kontakt mit der Polizei hatte. Oder auf jeden Fall zwei Menschen in blauer Uniform. Und die kamen so auf uns zu. Und wir guckten uns alle an und waren irgendwie halt so am uns gegenseitig und selber mit Seil einwickeln und so, welcher Knoten gehört nochmal so wohin und was und wie. Und dann kamen halt diese zwei Menschen in blauer Uniform auf uns zu. Und wir alle so, was wird das jetzt? Und die fragen dann, guten Tag, gehört der Hund da zu Ihnen? Da war nämlich, also der Park war halt knallevoll
Also das war jetzt, das weiß nicht, vor einem Monat schon. Der Park war halt richtig randvoll, es war super schönes Wetter. Und da lief halt ein Hund ohne Leine auf der Wiese rum und gehörte nicht so richtig erkenntlich zu jemandem. Also der hat nichts Böses gemacht oder so, der war halt einfach bloß nicht erkennbar, wo der hingehörte. Und dann haben die halt uns gefragt, ob der zu uns gehört. Irgendjemand von euch hatte garantiert das offene Seilende irgendwo rumhängen, das zum Hund gehörte. Nee, der war tatsächlich nicht von uns. Wir haben dann auch, also ich habe nicht nachverfolgt, zu wem der gehörte, aber irgendjemand sonst von den weiß ich nicht wie vielen x-hundert Leuten im Park. Und dann haben sie uns freundlich zugewunken und gesagt, schönen Tag noch, und gingen wieder. Ja, aber optimal. Genau, so wünscht man sich das, ne? Ja, so soll es doch sein. Toll. Ja, die haben halt Ordnung für Ordnung gesorgt. Ja, und mit den Seilen war da ja ordentlich. Genau, und dann haben wir noch irgendwie ein bisschen Spontan-Workshop gemacht und die Bondage-Picknick-Leute, die da sich sowieso immer treffen, die haben auch schön Leute an den Baum gehängt und kleine Mobiles gebastelt. Und ja, irgendwann so Richtung Abend, als es dann so langsam dämmerig und kühl wurde, haben wir dann Stück für Stück zusammengepackt. Dann irgendwann hieß es noch, ich habe Hunger, noch sonst jemand? Und dann wurde noch spontan Pizza bestellen organisiert, total super. Dann sind zwei Leute losgerannt und haben Pizza geholt von der übernächsten Pizzeria, weil die nächste Pizzeria hatte 50 Minuten Wartezeit. Also da war richtig was los. War super. Keiner hatte ein Waffeleisen dabei. Ja. Nee, aber da gab es halt auch keine Steckdose. Ja, das gibt ja für einen Grill Waffeleisen, ne? Muss ja, mal gucken, aber ein paar ob ich das als Merch-Artikel rauskriege. Dann gäb's Ärger mit dem Ordnungsdienst. Okay. Aha. Dann hätten die vielleicht ein bisschen genauer gefragt, ja. Nee, Grillen, das ist halt so in Berliner Parks auch so ein bisschen so ein Problem im Sommer so. Nicht nur in Berlin. Dass viele Menschen, wahrscheinlich in jeder Großstadt, ja, dass Menschen wild grillen und das dann nicht ordentlich hinter sich aufräumen oder die Mülleimerquellen über. Man hat da nicht einen Mülleimer, sondern irgendwie so ein orangefarbenes Hütchen in einem riesen Müllberg oder so. Ja, also gut, das sind halt Großstädte und ja, das geht hier in Hannover, kann man das auch, nicht immer. Ich weiß nicht, ob momentan wieder so eine Brandwarnstufe ist, dann geht's natürlich nicht. Aber wir haben das auch mal gemacht mit Kinky Leuten grillen, da haben wir dann den großen Grill hingestellt und ein Pavillon und ja, das Ordnungsamt kam auch mal gucken. Die haben dann gesehen, okay, wir haben so ein Planschbeck mit Crushed Eis gefüllt. Kann ich nur empfehlen, damit die Getränke kalt bleiben oder die Subis, okay, je nachdem. Und dann war das entspannt. Die haben dann einmal gesehen, ja, okay, wir sammeln unseren Müll und wir haben einen Feuerlöscher da stehen gehabt und dann war das okay, ne? Aber geht halt nicht immer. Aber generell, ne? Also es gibt Leute, die sagen, um Gottes Willen, wenn ich Perverse treffe, das geht doch nicht in der Öffentlichkeit, da werde ich ja noch gesehen. Aber ich glaube, das entspannt sich immer mehr und ich weiß auch noch von keinem, dem dann Böses passiert ist, weil, ne, mein Gott, es ist halt Tüdeln und es ist halt eine schöne Zeit, aber im Zweifel ist es ja auch einfach Kunst. So simpel ist es doch. Genau. Und es waren ja halt auch alle ordnungsgemäß bekleidet und sowas. Und also, da gibt's jetzt erstmal kein Problem dabei. Ich habe mal gehört, beim öffentlich Tütteln gibt's so eine Sache, die man nicht machen soll, nämlich die Hände fesseln. Ist das eine Regel, die ihr da habt? Also ist mir jetzt nicht bekannt. Also da waren eine Menge Hände gefesselt. Also zumindest spätestens bei den Menschen, die an den Bäumen hingen. Okay. Na, stimmt, ja. Weil man die meistens irgendwie mit einbindet oder so, aber also habe ich ehrlich gesagt noch nie von gehört. Okay, dann werden ja mal Experimente jetzt spannend, wie weit man gehen kann, bis das Ordnungsamt zumindest mal etwas genauer nachfragt. Da wäre ich mal. Naja, aber wer will das probieren? Da muss man ziemlich viel. Ja, muss man auf jeden Fall ziemlich oft und ziemlich lange probieren, weil, weiß ich nicht, die haben vielleicht auch noch was anderes zu tun. Also ich ist tatsächlich das erste Mal, dass ich persönlich, also gut, ich war jetzt auch in den letzten Jahren überraschenderweise nicht so viel in öffentlichen randvollen Parks, aber ja. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich tatsächlich da auf Leute mit Uniform getroffen bin. Ja, das heißt, die werden auch nicht gerufen oder so, sondern, ne? Wenn, dann wird das eher gerufen, wenn dann irgendjemand da laut schreit oder so, dann wird vielleicht der Ordnungsdienst gerufen, aber ich glaube, in der Situation waren die vielleicht selber etwas irritiert, verstört, keine Ahnung, oder einfach nur cool drauf. Die sahen mega entspannt aus. Ich vermute mal, die waren einfach auf Patrouille, weil es einfach, wie gesagt, es war einfach richtig, richtig voll. Also man konnte zwar zwischen den Gruppen, die da auf der Wiese saßen, konnte man schon noch gut durchgehen, aber es war halt schon, man hat halt schon ordentlich Menschen gesehen auf der Wiese. Also, hatten halt andere Sorgen. Wie ein gut besuchtes Freibad oder so. Du hast gesagt, du wolltest zwei Sachen erzählen. Entweder habe ich die erste schon wieder vergessen oder sie war noch nicht dran. Die erste war jetzt das mit dem Treffen, dem Bondage-Picknick.
Und das haben wir jetzt auch, ich glaube, zwei weitere Male jetzt schon gemacht. Da war es dann nicht ganz so viel. Also es beim ersten Mal war, das war kurz nach der Sommer-Eurex. Da waren da auch noch von der Eurex noch ein paar Leute am Sonntag noch, nachdem die ganze Woche vorbei war, waren da auch noch, haben noch das Brunch-Picknick mitgenommen. Da war es sehr voll. Und so die KDU-Leute waren vielleicht auch so so ein Dutzend, gutes Dutzend. Und die beiden Mal danach war dann eher so mehr so eine Handvoll. Ja, aber auf jeden Fall macht Spaß, ist schön. Kann man öfter machen, solange es das Wetter zulässt. Und die zweite Sache war, ich war auf einer Party. Yay. Letzte Woche. Okay, ganz spontan. Okay. Ja, tatsächlich so ein bisschen erstes Mal wieder im Quälgeist nach 3 Jahren. Ach, ungefähr. Schon wieder Quälgeist. Ja, das ist halt so eine der wenigen Locations in Berlin, wo ich noch von weiß, dass man da überhaupt noch irgendwie hingehen kann. Okay. Leider. Also das Darkside ist halt vor etlichen Jahren zugemacht worden durch irgendwie, ja. Gut, aber da war irgendwas mit Brandschutz und komischen Sachen. Ja, und das der Quälgeist ist immer halt der Brandschutz, das wissen wir ja, ne? Ja, und vor allen Dingen im Souterrain. Ja. Na gut, wie auch immer. Und Quälgeist hatte wohl auch zu knabbern wegen irgendwie Schanklizenz und irgendwie komischerweise tauchte da auch irgendein Amt auf und wollte vor 2-3 Jahren irgendwie Zettel sehen und dann musste es man ganz viel irgendwie rumrennen. Im Detail weiß ich es auch nicht. Ich weiß bloß, es gab da irgendwie so ein bisschen organisatorische Schwierigkeiten und dann musste für ein paar Monate oder sowas dann irgendwie der Betrieb, also der öffentliche Betrieb erstmal eingestellt werden. Mitglieder durften nach wie vor natürlich da rein, aber halt, man konnte nicht einfach halt zu einer öffentlichen Party gehen und so als Tagesgast. Und irgendwie wurde das dann ausgeräumt und dann kam Corona und dann war wieder Pause und naja. Und jetzt ist wieder los. Und es gab eine an sich U35 Party, wo ich dann mit einer spontanen Begleitung mit passend jüngerem Alter noch mitgenommen wurde. Das war ganz liebreizend. Ach, schöne Grüße. Ja, gilt dann da diese Regel, wenn man nicht mehr 35 ist, dann kann man aber sich quasi durch jüngere Begleitung quasi wieder reinkaufen. So ungefähr. Also jetzt da konkret war das halt so an sich U35 bis 40 ist okay, wenn man sozusagen eine Partner Begleitung irgendwie mitbringt, die unter 35 ist. Und ich habe von anderen Partys in der Richtung gehört, dann irgendwie, weiß nicht, kombiniertes Alter, also ne, beide zusammen in Summe maximal 70, 75, keine Ahnung was. Also einfach, dass der, ne, die Idee ist, man möchte irgendwie ungefähr diese Altersspanne haben und ne, wenn jetzt irgendwie einer jünger ist als 35 und der andere Partner älter, wäre jetzt blöd, das Pärchen auseinanderzureißen oder die Spielpartnerschaft oder wie auch immer und deswegen gibt es da ein bisschen Kulanz. Ja, ein bisschen Kulanz muss man ja auch haben. Das ist überhaupt keine Frage, ne? So, und an der Stelle war eine Sache auf jeden Fall sehr unerwartet. Es waren wieder ungefähr ein Dutzend Leute da. Und letztes Jahr waren es halt, habe ich von der Orga erfahren, so 140 oder so oder 160. Also es war wohl gerammelt voll. Letzten Sommer fand wohl auch eine PPP statt, dort auch. Und das war halt so, oh Gott, wir dürfen wieder raus, wir dürfen wieder rein, ja, bitte. Und es wurde halt mehr oder weniger die Tür eingerannt. Und diesmal halt nicht. Und es ist noch nicht ganz klar, ob das daran lag, dass es irgendwie nicht ordentlich kommuniziert wurde oder irgendwie, es war halt auch an dem Tag super heiß. Also du hast gesagt, es waren ein Dutzend Leute da, also es waren 12 Leute da geschätzt, insgesamt meinst du? Genau, also ja, okay. Plus halt ein paar noch vom Personal, aber auf jeden Fall, wir waren weniger als 20 Leute in diesem Riesenladen. Und das ist dann, das fühlt sich dann schon ein bisschen verloren an, weil du kannst halt einfach durch leere Spielräume laufen. Ja, ganz ehrlich, das habe ich jetzt schon einige Male gehört, dass also mehrere Partys, und zwar in ganz, ganz vielen Ecken, die sind ausgefallen oder kurzfristig abgesagt, weil einfach keine Buchungen da waren oder weil einfach keiner kam, ne? Also, und ich bin mir auch noch nicht sicher, woran liegt das, ne? Erst haben die Leute klar, sie wollen wieder raus, dann haben sie es probiert, vielleicht, oder ne, viele fühlen sich einfach noch nicht, vielleicht ist auch die Quote der Leute, die sagen, ich gehe jetzt raus, vielleicht ist die gerade auch einfach wesentlich höher, als ich denke.
Gesundheit. Ich überlege noch neue Titel für dich. Hammer, das Tor des Waffeleisens oder so. Ich brauche neue Titel. Liebes Publikum, schreibt mal in den Chat ein paar Titel rein. Ich habe schon Gottvater des Waffeleisens schon benutzt. Mehr geht kaum. Ganz ehrlich, das ist, glaube ich, für die Partybranche nicht so einfach. Es gibt dann Partys, die sind gerappelt voll und ganz viele, auch kleinere Locations, haben offenbar Probleme. Zumindest das, was ich so mitbekommen habe. Und das ist super, super schade eigentlich. Auf der anderen Seite. Das Schöne am Quälgeist ist halt, es ist halt ein Verein, die sind nicht gewinnorientiert. Mhm. Und das trägt sich halt irgendwie so im Großen und Ganzen, mittelt sich das raus. Also das ist halt jetzt, weiß nicht genau, es gab halt auch ein kleines Buffet und irgendwie Würstchen und Käseplatte und Baguette und bisschen Nachtisch und sowas. Und davon war dann irgendwie deutlich mehr vorbereitet, als dann am Schluss Leute tatsächlich da waren. Juri schreibt gerade im Chat, dass bei FetLife, das standen sie erst 5 Tage vorher drin. Da ist das WE natürlich oft schon verplant. Ja, das stimmt wohl. Also es war halt auch eine relativ kurzfristige Sache. Ich habe halt von den Orgas auch gehört, die haben das irgendwie auch erst eine Woche vorher selber mitgekriegt. Also irgendwie gab es da, glaube ich, auch, also für diese spezielle Party scheinbar so ein Kalender-Fuck-up oder so. Ja. Dass eben die Vorlaufzeit sehr, sehr kurz war. Und dann halt plus schönes Wetter oder vielleicht sogar so heiß, dass man sich so denkt, oh, ist ja immer noch so warm. Will ich mich jetzt wirklich aufmachen zur Party? Ich schmelze vor mich hin? Oder einfach lieber irgendwie unter der Dusche einfach bleiben? Ja. Das wäre an dem Tag tatsächlich auch möglich gewesen. Ja. Auf jeden Fall, wo ich halt auch nochmal an dich denken musste, war diese Spekulation so, naja, eigentlich jetzt ist irgendwie langsam, klingt diese ganze Geschichte ein bisschen ab und so, die Szene hat gelitten und ganz viel ist halt aus der Gewohnheit raus, man weiß noch nicht so richtig, was macht man, irgendwie muss man das Ganze irgendwie mal wieder so neu starten. Ne? Die Leute haben die Routine zu Partys zu gehen irgendwie so ein bisschen teilweise jahrelang schleifen lassen. Man passt vielleicht in sein Outfit nicht mehr rein oder gibt auch ganz viele, die sind ja jetzt erst in den letzten 2 Jahren zum Beispiel hier in der KDU-Community dazugekommen und haben noch gar kein Party-Outfit. Das kann dann auch irgendwie so eine Hemmschwelle sein. Vielleicht haben die Orgas inzwischen, die das jahrelang gemacht haben, irgendwie jetzt auch keine Zeit mehr oder durch die Pandemie Probleme gehabt, was weiß ich. Und ja, und da muss man vielleicht einfach mal gucken, was müssen wir jetzt alles anstoßen, damit das jetzt nicht einfach einschläft und bei so 12-Leute-Partys bleibt. Das wäre ja sehr schade. Und vor allen Dingen, weil auch so viele Leute auch Bock hätten und halt eine Menge Unsicherheit dabei ist. Ja, also ich glaube, die Unsicherheit, da bin ich mir noch nicht sicher, ob das im Herbst dann wieder, ob die wieder größer wird. Wir werden es sehen. Ne? Im Moment gilt halt für ganz viele raus, raus, raus. Aber man hat ja auch andere Sachen, die man machen will. Ne? Familienbesuche, die man sich verkniffen hat und so. Also ich gebe es ehrlich zu, bei mir atmen die Wochenenden auch gerade in so eine Art ja, Freizeitstress aus. Man holt jetzt einfach ganz viel nach und da auch eher noch ein bisschen vorsichtig. Mal mehr, mal weniger. Ne? Da muss man immer selber nochmal genau gucken. Ist schwierig und ich glaube, die Veranstalter müssen ja jetzt auch langsam wieder echt Kohle reinholen. Das heißt, ich glaube, an manchen Ecken in Deutschland hat man ein Überangebot, dass wenn ich dann am einem Wochenende in einem gewissen Umkreis dann 5 Partys zur Verfügung habe, da wird es dann schwer, es voll zu kriegen. Da kann ich aber auch die Unternehmer total verstehen, dass die sagen, ne, ich muss mir jetzt langsam wieder was machen. Und ja, diese Routine, da hast du vollkommen recht. In Berlin früher gab es sowas auch, dass man irgendwie, dass es dann hieß, okay, gehen wir jetzt in Location A oder Location B oder Location C oder bleiben wir noch länger auf dem Stammtisch oder gehen wir noch irgendwie zu jemandem nach Hause und machen für uns irgendwie noch einen netten Abend. Und im Moment ist da die Auswahl dünner. Ja, es sind auch viele Locations, gibt's einfach nicht mehr, ne? Also die sind einfach weggefallen. Es ist ein komplexes Thema und ich weiß auch immer noch nicht genau, wie ich mich dem so richtig nähern soll. Weil ne, natürlich keiner redet gerne über Scheitern, ne? Also das ist auch immer so eine Sollte Sache. Man aber. Ja, natürlich. Fehlerkultur ist total wichtig und halt auch daraus zu lernen oder zu gucken, okay, was hat sich denn verändert, als es dann, also neben mal so einer Kleinigkeit wie so einer Pandemie, was hat sich denn verändert,
dass es halt jetzt nicht mehr geht oder ne, so diese große Corona-Störung ist irgendwie einmal mit Krachen reingekommen und klingt jetzt irgendwie so sehr unklar aus und vielleicht kommt sie wieder, vielleicht auch nicht. Aber zumindest hat man jetzt mit dem Umgang damit, hat man Optionen und kann jetzt überlegen, okay, wie viele Gs wollen wir denn und welches Alter und wer organisiert denn das alles und so. Und aber es muss halt jemand tun. Ja, also ich merke das ja selber, wenn ich auswähle, wenn so Partys, die richtig gerappelt voll sein werden, ne, da schrecke ich vor zurück. So mittlere Größe, also einfach mehr Platz pro Person, pro Raumeinheit sozusagen, ne? Das ist was, wo ich mich im Moment noch ein bisschen wohler fühle. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, ganz ehrlich, dann macht es eigentlich auch keinen Unterschied mehr, ne? Aber es artet ein bisschen im Freizeitstress aus. Man muss einfach gucken, vielleicht hat sich auch das verändert, was die Leute erwarten, ne? Und ja, das mit den Outfits, das habe ich jetzt schon ganz oft gehört. So, ja, Party wäre gut. Ich habe auch voll die geilen Latex-Sachen da, aber ich habe halt leider Gottes irgendwie 10 Corona-Kilos drauf. Ich passe in nichts mehr rein. Ich müsste erstmal shoppen gehen, ne? Oder ich müsste das erstmal wieder loskriegen. Also ganz ehrlich, das kann ich alles nachvollziehen. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass einfach noch viele Leute abwarten. Dass das wird. Auf der anderen Seite die ganz großen Events. Jetzt hier die SRD da in München zur BoundCon, die muss ja wirklich gerappelt voll gewesen sein und die Leute hatten alle Spaß. Und ich glaube, diese Erfahrung müssen die Menschen auch erst wieder machen, bevor sie dann sagen, oh, ich gehe jetzt doch wieder einmal im Monat schön aus. Ja, je nachdem, was man halt auch möchte. Mhm. Also bei dieser so Prosa Dictum Party war ich tatsächlich mal vor, lass mich rechnen, 14 Jahren, glaube ich. Ein einziges Mal war ich mal auf der BoundCon mit. Und das war damals halt mehr so wie so eine riesen, ja, war eher so riesen Happening und gemeinsam so in schickem Outfit, in einer coolen Location, aber eigentlich ganz viel zusammensitzen und socializen und Drinks trinken und so. Und also die Menge an Leute, die damals da waren, das war irgendwie 10-mal so viel, wie Spielgeräte da waren. Also da kannst du deine Wartenummer ziehen und hoffen, dass du noch dran bist, bevor du gehst oder so. Ja, das ist dann halt auch, erwartet, das ist auch keine Play-Party, ne? Aber andererseits ist, glaube ich, bei der so Prosa Dictum oder zumindest in der BoundCon, an der BoundCon direkt dran, vermute ich mal, ist dann halt auch die Erwartung nicht da. Aber da gehen dann halt wahrscheinlich auch Leute, hattet ihr vorhin ja auch schon gesprochen, drüber, von denen, da geht man dann hin zum Sehen und gesehen werden und socializen und Leute wieder treffen und vielleicht Netzwerken und irgendwie die ganzen Leute, die sich für die Messe da alle versammelt haben, dass die mal irgendwie einmal pro Jahr in Kontakt wiederkommen und sowas. Ist halt was anderes als die übliche Play-Party, würde ich behaupten. Ja, das sind einfach verschiedene Konzepte. Das Einzige, was gleich ist, sind die Intention der Leute, also nicht die Intention, sondern die Art der Leute, die da sind, nämlich. Genau. Ja, BDSM-Menschen. Stormit, genau. Pass auf, ich habe noch ein To-Do auf meiner Liste. Es ist 22:30, das heißt, ich werde diese Sendung jetzt beschließen. Mhm. Ich habe jetzt hier noch 1, 2, 3, 4 Waffeln, sehe ich da, 5, es ist langsam dunkel geworden. Mhm. Die müssen auch noch weg, da habe ich einen Plan. In den Chat hochladen. Genau. Ich du kannst ja auf Telegram verlosen. Die Waffeln, ja. Der Telegram-Gruppe stiften. Schicken wir dann mit der Post. Schicken wir mit der Post so im Kühlpack. Wir haben ein Vakuumiergerät seit Jahren im Schrank stehen. Das haben wir noch nie benutzt, doch seltenst benutzt, sage ich mal. Das wäre genau richtig, um Waffeln einzuvakuumieren. Wir brauchen ein Kunst der Unvernunft Waffeleisen. Ja, so ein Brandeisen mit dem Logo. Stormit, bevor das hier ganz albern wird. Also vielen Dank für die Eindrücke und gerade so Tüddeln im Park, ne? Es ist auch gerade genau das richtige Wetter. Und jetzt gerade nicht hier Live-Sendung zu machen, sondern irgendwie jetzt im Park bei den Leuten beim Tüddeln zuzusehen, das könnte ich mir gerade ziemlich gut vorstellen, muss ich ehrlich gestehen. Du hast mich da gerade ein bisschen angesteckt, verdammt. Solange es nur damit ist. Ja, genau, solange es nur damit ist. Wir wünschen dir, ja, du bist noch mit im Boot, oder? Ich bin noch da. Okay. Ich bin noch da. Wunderbar. Der was habe ich gehört? Waffelpapst, sagt das. Meister des Waffeleisens, habe ich auch gelesen. Ja, sehr gut. Ja, wobei, Stormit ist da offenbar auch schon sehr gut bei. Stormit, wir wünschen dir einen wunderschönen Restabend. Du wirst hier der letzte Gast heute Abend gewesen sein. Vielen Dank, dass du waffelmäßig mitgemacht hast. Und ich bin sehr auf das gerne. Nächste Update sehr, sehr gespannt. Ja. Ja, na klar. Wunderbar. Ich werde mich
irgendwann bestimmt wieder melden. Super. Und im Zweifelsfalle, wenn die nächste Party ansteht. Okay. Ach so. Ja. Genau, noch schamlose Werbung. Ich glaube, 22.10. war das, wenn es ein Samstag ist. Ich habe gerade kein Geländer vor der Nase. 22.10. im Quälgeist ist der nächste anberaumte Termin. Und zumindest so die Berliner Bubble kann ja das sich dann schon mal so grob in den Kalender schreiben. Und wenn irgendwie jemand aus Restdeutschland gerade in der Nähe sein sollte oder vielleicht mal gucken will, könnte man ja mal sagen, da kommen wir doch mal vorbei, wenn es im Oktober noch geht. Aber ja, Davon gehen wir jetzt mal aus. Ja, und die Menschen, die hingehen, die nehmen natürlich ein paar Podcast-Visitenkarten mit und werden den Laden damit überfluten. Das ist natürlich auch noch eine Variante. Das könnte man. Immer eine gute Idee. Ich schicke immer gerne Werbematerialien. Werberevanche. Genau. Ja, da gibt's Flyer und Postkarten ohne Ende, die da ausliegen. Da würden Kunst der Unvernunft Sticker und Postkarten würden da auch gut mit reinpassen. Ja, wunderbar. Dann schick mir meine Adresse. Ich pack dir mal einen Umschlag. Dann kannst du mal die Berliner Flyer-Szene ein bisschen bearbeiten. Okay. So, die Uhr tickt trotzdem, verdammt. Ich wünsche dir einen wunderschönen Restabend. Mach's gut und ganz viel Spaß noch. Herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, und bevor das hier zu Ende geht heute, vielleicht machen wir heute auch eine kleine Aftershow, nachdem wir hier auf Stopp gedrückt haben. Ich habe mir sagen lassen, das kommt gut an. Manche wissen gar nicht, was das ist. Die könnten es vielleicht heute erfahren. Mal gucken. Es gibt einen Grund, warum ich das hier machen kann und warum wir hier einen Tisch voll haben mit allem Möglichen an technischen Gerätschaften. Und ich habe so viele Abos für irgendwelche Dienste am Laufen, damit dieser Podcast funktioniert. Und ihr ahnt es schon, das liegt an euch, weil ihr diesen Podcast finanziert. Ja, gelegentlich gibt es auch Sponsorings, aber ganz ehrlich, das Meister, der Großteil, der wird hier vom Publikum finanziert und deshalb mag ich mich ganz lieb bei ein paar Menschen bedanken, die in den letzten 14 Tagen auf das Bankkonto überwiesen haben. Ich lese sie einfach mal alle heute vor. Annette, Carolina und Markus. Und alternativ haben auch Menschen PayPal genutzt, um einfach ein paar Euro dazulassen. Das kann man im Abo tun oder ob man das einmal macht, das ist euch ganz überlassen. Also wenn ihr ein bisschen was in den Hut werfen wollt, dann hilft das super viel weiter, weil jeder Euro einfach in diesem Projekt irgendwie, ja, der versenkt wird, der wird auch dafür irgendwie gebraucht. Also ich stelle das immer wieder fest und allein die Tatsache, dass ich mit in den Urlaub so ein Minimal-Outfit, nicht Outfit, das so auch, wir gehen ja nur mit Rucksack in Urlaub, aber dass ich so eine Minimaltechnik-Ausstattung mitnehmen kann, das ist eben nur möglich, weil das halt geht. Und da bei PayPal haben sie uns zum Beispiel, oh Gott, der Name wieder, ich muss nochmal überprüfen, ob ich den richtig ausspreche, Ildiko, Jana, Andreas, Sonja, Jonas, Angelina und Wolfgang haben den Podcast jetzt bei PayPal unterstützt. Und dafür ganz, ganz vielen lieben Dank. Päckchen gab es keine. Bei Steady wandern auch so die meisten nach und nach ab. Ich hoffe, sie konvertieren dann zu einer anderen Möglichkeit. Ansonsten, wenn ihr das hier schon lange unterstützt und jetzt, ich sag mal, irgendwann aufhört, das ist überhaupt nicht schlimm. Also da bin ich niemandem böse. Im Gegenteil, ich bedanke mich immer dann ganz herzlich für die lange und viele Unterstützung, weil ihr macht das ganz freiwillig. Und das ist einfach großartig und das macht Spaß. Jetzt klingelt's hier. Was mache ich denn jetzt? Gehe ich da nochmal ran? Ja. Kurz? Kurz. Wir gehen nochmal kurz ran, ne? So. Hallo Sebastian und der Chef des Waffelpapsts hier. Ja, hallo Sebastian, hier ist Senpai. Hallo Senpai. So, jetzt aber ganz kurz heute. Ja, Senpai. 60 Sekunden, gar keine Frage. Okay, 60 Sekunden. Ja, also erstmal will ich dir eine sehr schöne Zeit wünschen, die jetzt ansteht. Für uns natürlich schade, weil nicht so viel Neues kommt, aber wir werden dich ja im Spätsommer, Frühherbst dann wieder erleben. Und du hattest ja in der Einladung gesagt, so nach dem Motto, dass Menschen, die schon mal bei dir was erzählt haben, vielleicht auch mal erzählen sollten, was dann das Ganze so mit ihnen gemacht hat. Und das wollte ich vielleicht noch ganz kurz, so in 20 Sekunden, vielleicht jetzt noch kurz wiedergeben. Also in gewissem Rahmen hat mir auch vor allem das Hören der weiteren Podcasts ein bisschen die Sensibilität zurückgegeben. Um das kurz zu illustrieren. Ich finde es manchmal sehr, sehr spannend, in welcher Detailfreude Leute Aspekte des ihres BDSM-Lebens diskutieren. Und das hat mich immer wieder zum Nachdenken gebracht, weil, wie soll ich das sagen, ich bin vielleicht manchmal so dieser Typ, der dann sagt, das machen wir jetzt einfach.
Ne? Und das ist möglicherweise eben halt tatsächlich nicht der richtige Weg. Man muss sich das vielleicht wirklich mal etwas genauer angucken. Man muss vielleicht vorher darüber nachdenken, was macht das mit mir? Ich denke dann immer wieder, ja, wo bleibt denn die Experimentierfreude? Ja, aber vielleicht doch nicht ganz so einfach. Vielleicht muss man eben halt doch nochmal schauen, ob das alles so gut ist. Manchmal denke ich dann wieder, es sind heutzutage so viele Regelwerke unterwegs. Ne? Also man gibt so viele Dinge, wo irgendwie ganz klar gesagt wird, so und so sollte es sein. Und wenn diese Schlinge links rumgelegt ist, ist sie total falsch. Was, wenn man sie rechts rumlegen würde, wahrscheinlich keinen Unterschied machen würde. Aber eben wie gesagt, also wenn es diese Figur ist, dann muss es diese Figur sein. Also für mich ist das, sagen wir mal, wie soll ich sagen, eine schöne Sache zum Ausbremsen, immer wieder. Immer wieder drüber nachzudenken, sich zu hinterfragen, so nach dem Motto, ist das wirklich alles richtig? Und könnte man es vielleicht auch mal anders machen? Und da wollte ich dir einfach nochmal ganz kurz dafür danken und natürlich auch vielen anderen, die letztendlich eben halt ihre Stimme leihen und über sich berichten. Ich wollte gerade sagen, also ich erzähle ja immer noch von allen am wenigsten in dem Podcast, ne? Aber es ist wirklich toll, dass einfach ganz viele Menschen sagen, der ihre Sicht und ihren Blick einfach erklären und ja, man kommt unweigerlich dazu, mal drüber nachzudenken, was man da eigentlich macht. Und entweder macht man einfach weiter oder man verfeinert das Ganze noch ein bisschen. Und ich finde auch diese Ideen, die dann immer so mitschwingen, finde ich großartig. Und ganz ehrlich, die eine Minute, die haben wir längst überzogen, das macht aber nichts. Das ist völlig okay. Und für Lob bin ich ja eh immer zu haben. Ne? Und ich glaube, die alle anderen, glaube ich, irgendwie auch, zumindest wenn das Publikum gelobt wird. Ich fand die Folge mit dir aber auch, die hat so einen ganz speziellen Touch gehabt, weil es einfach so ein, du hast so einen wunderschönen Aufbau gemacht. Was mache ich, seit wann mache ich das, wie mache ich das und was gefällt mir? Und du konntest das so unglaublich plastisch beschreiben da musste ich ja als moderierende Person gar nichts zu beitragen. Das war ja ganz einfach. Hallo Senpai, erzähl was und dann ging das. Das war großartig. Dankeschön. Ja, sehr, sehr gerne. Wir können auch gerne noch mal irgendwann das eine oder andere vertiefen oder du wolltest ja auch noch mal gucken, was bei mir alles im Schrank liegt. Ja, definitiv. Das Leben ist ja noch nicht zu Ende. Also. Ja, das ist jetzt immer wieder die Wochenendentscheidung. Wo geht's hin? Ne? Ach, es ja, ist, ganz genau. Das, aber es ist doch schön, dass du die Qual der Wahl hast. Ja, aber das ist wirklich eine Qual. Das muss ich ehrlich zugeben. Ne? Mhm. Und da muss man immer gucken, dass man da niemandem auf die Füße tritt. Deshalb sage ich immer nie vorschnell ja, weil sonst ist es immer eine Enttäuschung. Und ich freue mich dann immer, wenn es irgendwie klappt. Ne? Das, ja, ja, das nennt man Topping from the Bottom. Ne? Ja, das ist ganz fürchterlich. Okay, Senpai. Alles klar. Vielen, vielen Dank, dass du nochmal hier schnell reingeschwupst bist. Und ich wünsche dir einfach eine tolle Zeit und vielleicht sehen wir uns ja auch demnächst wieder. Ja, sehr gerne. Euch eine schöne Zeit. Vielen lieben Dank dabei für alles bisher und ich freue mich auf neue Folgen. Ja, ich mich auch. Tschüss. So, das war Senpai, ihr Lieben. Und jetzt machen wir das ganz simpel und ganz schnell. Ich spiele jetzt einmal kurz das Intro und dann ist die Aufnahme hier offiziell beendet. Wir hören uns wieder am Donnerstag, vermute ich, den 1. September um 20.30 Uhr mit einem Thema, was ich mir vorher noch überlegen werde. Bis dahin werde ich trotzdem versuchen, alle zwei Wochen eine reguläre Kunst der Unvernunft-Folge rauszubringen. Bis dahin hört noch ein paar alte Folgen nach. Ich habe ja jetzt auch gerade sehr, sehr viele rausgebracht. Am Mittwoch ist Mittwoch war das schon ein Special mit Magdalena von Sexologisch rausgekommen und die nächste Folge erscheint dann auch schon in ein paar Tagen. Also es geht richtig rund gerade und ich wünsche euch einen wunderbaren Sommer. Vielleicht sehen wir uns ja mal irgendwo. Vielleicht schreibe ich auch bei Twitter, hallo, ich bin in der Stadt, habe ein paar Stunden Freilauf. Wer zeigt mir die Stadt und erzählt mir dabei, wie pervers die Person eigentlich ist? Keine Ahnung. Der Sommer wird es zeigen. Und das hat mir heute richtig Spaß gemacht. Das mit den Waffeln war ein bisschen unverschämt. Ich gebe es zu, aber wenn ich schon einen Waffelbaukasten bekomme, dann muss er auch entsprechend gewürdigt werden. So, okay. Jetzt Outro. Wir hören uns wieder am 1. September um 20.30 Uhr. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.